Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Wie ihr bis jetzt das schon gelernt und gelebt habt, könnt ihr unser Leben auf Instagram und Facebook und TikTok und der Donauinsel verfolgen und beglücken. Und die Aufgabe des heutigen Tages ist, schaut einmal auf die Steady-Seiten und entscheidet euch für eines dieser Tiers, die es dort gibt. Das ist total gut. Das sind nämlich sogenannte Bier-Tiers. Also das erste Tier ist quasi das Long-Run-Bier und das zweite Tier ist dann das Six-Pack-Tier und das höhere Tier, ich weiß es gar nicht, das hat gar keinen Biernamen mehr, aber es hat, glaube ich, es ist so eher so Wiesenkategorie dann eher schon. Also schaut's dort mal hin, das ist total cool, das sollte jeder mal gewesen sein. Ja, es ist gerade hart, unschwer und schmerzhaft. Aber wir haben immer noch den Glauben an uns selbst und aneinander. Das kann uns keiner nehmen. Also, seid ihr bereit? Unser Land braucht Menschen, die an sich glauben. Und eine Bank, die an sie glaubt. Erste Bank und Sparkasse. Da wer dort schon mal war, hat sicher auch den Flo dort gesehen, der auch hier ist. Hi Flo. Ich möchte bitte nicht mehr Flo genannt werden. Ich stimmt, bin jetzt der andere. Richtig. Ja, Entschuldigung. Also wenn ich mir diesen Titel schon irgendwie verdient habe oder so, dann möchte ich ihn auch bitte wissen, hören. Das ist richtig. Eine ganz private Frage. Wenn der Postler bei dir läutet, ja, sagt er zu dir Hallo der andere? Ja. Ich habe mich umbenennen lassen. Meine Adresse ist, es lautet jetzt auf Flo der Andere. Flo der Andere. Ja. Steht auch unten steht es am Postkastel, steht es auch oben. Ach so, deine Freundin und Flo der Andere. Richtig, er steht genau, Freundin und Flo der Andere, so steht es unten. Hervorragend. So, hätten wir das auch geklärt. Und um ein bisschen Professionalität und Seriosität einkehren zu lassen. Wir sind nicht alleine. Das heißt, ihr habt wieder ein bisschen eine Chance auf sinnvollen Content. Wir haben bei uns eine Tausendsasserin der österreichischen Ausdauer- und Trail-Szene, die Sigrid Huber. Grüß dich. Grüß euch. Hallo. Freut mich. Es freut uns sehr, weil wenn du da bist und wir mit dir ein Gespräch führen können, dann laufen wir weniger Gefahr, dass wir uns selber ins absolute Chaos reden. Wir machen das ganz seriös, ja. Richtig. Du bist für einen sehr stringenten, durchgeplanten und beinhart ausgeführten Lebenslauf ja bekannt. Ich habe so ein bisschen in deine Biografie reingeschaut und habe mir gedacht, das klingt spannend. Also ich nehme jetzt auch, dass das schon sarkastisch gemeint ist, gell? Naja. Also so richtig ein roter Faden, also ein loser roter Faden ist zu erkennen, aber wenn ich es jetzt auf Gach beurteilen müsste, du hast so in jeder Lebensphase irgendeine Leidenschaft, die erst nachgehst und das machst dann einfach. Ja, über das habe ich eigentlich noch nicht so nachgedacht. Also ich frage mich gerade, was du so gelesen hast über mich. Naja, ich führe mal kurz ein, weil es gibt sicher den einen oder anderen, der jetzt deinen Namen wahrscheinlich noch nicht so kennt, weil Leser von Printmedien oftmals nicht das Impressum lesen. Bestimmt. Und demnach kennen die wahrscheinlich ein paar Leute als Ausdauersportlerin, ein paar Leute kennen die als Herausgeberin von einer Zeitschrift, also vom Trailrunning-Szene-Magazin. Ein paar Leute kennen die aus dem Coaching, ein paar Leute kennen die wahrscheinlich aus deinem Medienvorleben. Also du hast ja schon sehr viele Dinge gemacht, weil bist, glaube ich, mit, wenn ich mich nicht täusche, mit 16 zum Ausdauersport gekommen. Hast du die einmal durchprobiert mit allem, was einmal da war, inklusive dem Unaussprechlichen? Also
Du hast irgendwann sogar Langdistanz-Triathlon gemacht. Ja, muss man auch mal ausprobieren. Naja. Ist eine Erfahrung. Ja. Oh ja, das trifft sicher. Ja, außer man probiert es aus, um zu wissen, dass es nicht gut ist. Also wenn man sich ganz schnell wieder davon entfernt, dann sei es nochmal verziehen. Ach, das sind so die Jugendsünden, nennt man sowas heutzutage. Ja. Wahr. Dann bist du irgendwann einmal auf den Trail abgekommen und damit quasi in Love gefallen und hast gesagt, das wird mein Sport werden. Aber zu dem Zeitpunkt hast du noch was ganz anders gemacht. Also du bist Medientechnikerin, warst als Frontend-Developerin und Unternehmensinhaberin unterwegs. Also du hast quasi zwischen Medien, Grafikdesign, direkt selbstständig, Marketing, also in diesem ganzen Content-Erschaffungsdunstkreis warst du unterwegs. Ja, kann man so sagen, das stimmt eigentlich. Mhm. Aber das wäre dann schon irgendwie auch ein roter Faden, oder? Ja, und dann auf einmal so, hey, Trailrunning, da könnte man ja ein Magazin machen. Und alles andere abgebrochen und das angefangen. Also es ist irgendwie, es scheint so, als ob du immer irgendeine Leidenschaft hast, was du wirklich dann ganz und gar reinschmeißt. Wobei das wirkt jetzt natürlich auf Papier, glaube ich, ein bisschen extrem, wenn man das so nachliest, weil der Ausdauersport begleitet mich echt, seit ich 16 bin und es laufen schon viel länger noch. Und das eine geht natürlich ins andere über. Also man bricht ja nicht einfach eins ab und fängt mit einem anderen an. Also gerade das Magazin. Also ich habe im 2013 die Website eben gegründet sozusagen und 2014 dann das erste Magazin ausgebracht. Und da habe ich aber noch lange Zeit nebenbei eigentlich Vollzeit sogar gearbeitet. Also das Magazin, die ersten Magazine sind echt so in der Nacht im Keller entstanden, weil sonst gar keine Zeit dafür gewesen war. Genau. Das hat sich halt entwickelt. Ja, weil das war das einzig österreichische Trailrunning-Magazin. Also ich glaube nicht, dass es irgendein anderes gegeben hat. Es gibt, glaube ich, auch zwar so, ich nenne es jetzt nicht despektierlich, aber so Laufzeitschriften, so wie man es halt, was weiß ich, Fit und Health und Fit und Fun und was weiß ich. Also so eher, ich würde jetzt einmal Jogging und Fitness Lifestyle-Magazine. Ich weiß gar nicht, gibt es Straßenläufer-Zeitung, gibt es ja in dem Sinne auch nicht. Ja, so konkret glaube ich nicht, aber Trailrunning hat es auf jeden Fall nichts gegeben. Da hat es immer nur das deutsche Magazin gegeben und sonst eigentlich bei uns gar nichts. Und es war online überhaupt nichts zu finden zu dem Zeitpunkt, weil ich meine, 2013 war einfach der Sport noch sehr, sehr jung und wie gesagt, es hat nicht einmal eine Website gegeben, wo du irgendwie Termine gefunden hast. Es hat wenig Bewerbe gegeben. Das wissen viele gar nicht, die was jetzt erst anfangen, aber wie gesagt, das war einfach vor einem Jahr, das war komplett eine andere Landschaft sozusagen. Naja, da hat sich im Endeffekt ja nur, unter Anführungszeichen, nur die ganzen Bergmarathon-Geschichten gegeben. Also diese Bergmarathon-Sachen, die halt ein bisschen ultra auch sind, wenn man es jetzt da per Definition nimmt, die es halt schon seit, weiß nicht, 30 Jahren gibt. Also seitdem der Erste auf die klare Idee gekommen ist, in der Veit schon mal eine Runde zum Laufen oder am Ötscher. Und das war es im Endeffekt. Und halt die klassischen Bergläufe im wahrsten Sinn des Wortes, diese, weiß ich nicht, 8 bis 20 Kilometer irgendwo an Hügel aufdümpeln und wer der Strom ist, so gewonnen und weiß nicht. Darf als Erstes das kühle Bier aus dem Bierloch saufen. Ja, ich glaube so, das ist der Plan gewesen. Ja, aber wie kommt man da, ich meine, du hast ja vorher erzählt, dass die Szene im Bekannten noch klein war, wie kommt man dann darauf, erstens, dass man vielleicht ein Magazin macht und zweitens, ich meine, irgendwer muss das ja im Endeffekt auch lesen, weil wenn man dann schon die Nächte sich um die Ohren schlagt, will man das ja auch nicht umsonst machen, dass man das dann auch irgendwie so macht, also dass das auch so einen Anklang dann findet. Wie war das so dein Zugang? Ich habe eigentlich echt nicht so einen Plan gehabt. Ich habe das 2013 eben angefangen, weil ehrlich gesagt, es war mit Geld jetzt auch mit Kind nicht so leicht und ich habe mir gedacht,
es war schon nett, irgendwie so ein bisschen Testberichte schreiben und vielleicht kriegst du dann einmal ein paar Schuhe gratis und musst nicht so viel kaufen zum Laufen. Und eben, wie gesagt, dass man andere halt auch ein bisschen Termine präsentieren kann. Ich habe zu dem Zeitpunkt immer das Deutsche Magazin gelesen und habe das extrem gern gelesen und habe mir eben geärgert, dass es in Österreich überhaupt nichts gibt. Und aus dem aus ist das eigentlich entstanden, eben wie der Peter vorher gesagt hat, von meinem beruflichen Background her, von Medientechnik, Design und so weiter, habe ich jetzt niemand braucht, der mich da unterstützt, sondern ich habe halt einfach die Website aufgesetzt und habe das einfach einmal sozusagen in die Welt ausgeschmissen, dass überhaupt irgendwas da ist. Ja, weil das Deutsche Magazin ja auch wirklich Fokus Deutschland plus große internationale Rennen immer gehabt hat und da ist wahrscheinlich Österreich genau. so komplett ausblendet gewesen. Ja. Ja, aber ich habe jetzt in Österreich noch nicht so groß, oder? Nein, gar nicht. Dass es für sich auszahlt hätte. Ich habe auch nie den Plan gehabt, jetzt, dass ich von dem irgendwie leben kann oder ich habe eigentlich gar keinen Plan gehabt. Ich wollte einfach in Österreich ein Magazin haben, weil es keins gegeben hat und habe halt dann versucht, das erste da 2014 zu machen, habe, weiß ich nicht, gefühlt 300 Firmen angeschrieben, irgendwie Marketingkontakte gesucht und geschaut, dass ich irgendwie mit Inserate das finanziere, weil ich wollte jetzt nie privater Geld investieren. Und das ist irgendwie ausgegangen, dass der Druck finanziert war. Und dann habe ich im Rahmen vom Zugspitz Ultra Trail, der damals eigentlich schon recht legendär war in Deutschland, habe ich einfach dann einmal die 1000 Stück, die ersten, die habe ich mitgenommen und habe es einfach gratis verteilt. Zack, das war's. Und mehr habe ich nicht gewusst. Und ja, dann haben mich die Leute gefragt, ja, was machst du jetzt mit dem? Und gibt es das dann am Kiosk zum Kaufen? Und dann stehst du da und denkst dir, ja, Kiosk, keine Ahnung, wie das funktioniert. Und habe mich halt dann so Step by Step informiert und und eins nach dem anderen ausgebracht im Endeffekt. Ja. Das Schlimme ist ja, glaube ich, dass Österreich von der Printdichte und von dem extrem hoch ist, jetzt so grundsätzlich, was es an Printwerken gibt. Ich glaube, dass du irgendwo an einen Kiosk kommst und in einer Trafik oder irgendwo reinkommst, überhaupt, dass die listen und das hinbringen und die Leute wissen, dass du das dort kaufen kannst und wo. Ich glaube, das ist in Österreich brutal hart. Im Gegensatz zum Internet. Das war jetzt gar nicht so schwierig. Das war dann eigentlich, ja, nein, das war okay, aber das Problem war eher, dass ganz viele Trafikanten, so von den kleinen Trafiken damals, die Magazine wieder zurückgeschickt haben an den Vertrieb, weil die nicht gewusst haben, was ist Trailrunning und was gehört das jetzt zum Sport oder gehört das zur Gesundheit oder ganz woanders hin und die haben das also nicht einordnen können. Die haben es gar nicht ausgelegt, sondern Das ist dann einfach wieder retour gekommen. Also das ist über die Jahre auch besser geworden. Du hättest das einfach gleich direkt in Lesezirkel tun sollen. Dann war es bei jedem Arzt aufgelegt. Ja. oder bei jedem Heft so ein Post-it drauf, gehört in die Sportabteilung. Ja, stimmt, das war eine Idee gewesen. Was ich mich frage, ist, ich meine, in der Trafikzüge gelistet werden ist sicher super, aber ist das dann dort, wo eigentlich der Trailrunner jetzt ist das dort, spricht man da die Leute an, die man eigentlich ansprechen will? Weil ich denke mal, die Trailrunner, Bahnhof ja, also so ging es mir zum Beispiel immer früher, wenn ich irgendwie weggefahren oder weggeflogen bin, dort am Flughafen habe ich mir da solche Magazine immer gekauft. Aber so jetzt in ganz normalen Trafiken? Ganz unterschiedlich, aber nein, das ist nicht so der Hauptbereich. Also wir waren, beziehungsweise ich war halt am Anfang vom Magazin ganz viel bei den Rennen und habe dort Magazine verteilt, gratis, einfach, dass die Leute das kennenlernen, weil sicher kannst du Facebook-Werbung schalten und so. Also damals war halt Facebook noch viel präsenter. Aber das kostet auch wieder einen Haufen Geld und du erreichst die Leute einfach schwer. Also am einfachsten ist, du gehst einfach persönlich hin und sagst so, uns gibt's und ja, vielleicht schaust du das mal an, vielleicht schließt du auch ein Abo ab. Das war der beste Weg. Ja, ich meine, Abonnentengeschichten sind da, glaube ich, sowieso das Um und Auf. Ja. Weil wenn du nicht den Zeitschriftendealer deiner Wahl ums Eck hast, der wirklich immer sagt, ja, ich hab das Zeug, ich hab's in der Menge oder legst auf die Seiten oder sonst irgendwas, ist es halt auch echt schwierig, dass du es auch kriegst. Ja. Genau. Ja, und ich finde, das ist halt genauso immer wie, vielleicht auch so ein bisschen wie bei Podcasts, halt schwierig, irgendwie neue Leute von deinem Ding zu überzeugen, weil es halt wahrscheinlich beim Printmedium jetzt noch mehr, weil es halt viel Zeit in Anspruch nimmt, weil es beim Printmedium jetzt auch was kostet und sich da jetzt auf was Neues einzulassen, ist, glaube ich, schwieriger. Wenn die Leute dich dann kennen und wenn du irgendwie ein Standing, vor allem in der Szene hast, dann
glaube ich, kann das zum Selbstläufer werden. Aber das mal zu erreichen, stelle ich mir, und ich weiß vom Podcast eigener Erfahrung, sehr schwer vor. Also das ist ja, schon, es war schon, nein, es war nicht leicht drum. Wie gesagt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann ich, ich glaube, zwei, drei Jahre hat sicher gedauert, bis dass ich wirklich sagen habe, Kinder, jetzt kann ich davon leben, ja, und das Ganze finanzieren. Das war schon ein Weg. Weil, wie gesagt, wenn du nebenbei Vollzeit arbeitest, das ist ja eine Unmenge Arbeit, das nebenbei zu machen und neben der Familie. Aber da brauchst du halt viel Idealismus. Also wenn es nur ums Geld geht, dann ja, da hätte ich gleich was anderes machen müssen. Wenn es nur ums Geld geht, würden wir drei auch nicht da sitzen und einen Podcast aufnehmen, weil... Wir machen das nicht des Geldes wegen. Zumindest verdient man noch nicht so viel, dass wir beide davon leben können, Peter. Oder verheimlichst du mir was? Ein Bier manchmal, das gell? Das heißt, nur du lebst davon. Richtig, nur ich lebe davon. Nur du lebst davon und ich muss dafür arbeiten. Richtig. Dich schicke ich hakeln, so gehört sich das. Ja. Ist ja okay. Mit mir kann man es ja machen. Deswegen habe ich mir dich ausgesucht als Partner. Ja, ich weiß. Ich bin nicht der Schlauste. Richtig. Und wie oft hast du dann am Anfang ein Magazin rausgebracht? In welchem Zeitintervall? Am Anfang ist es noch 6-mal im Jahr rausgekommen, also alle 2 Monate. Und das ist dann einmal irgendwie recht stressig geworden. Und dann haben wir es auf 4-mal im Jahr umgestellt, genau. Aber ist das Magazin, also die Trailrunning-Szene ist ja ein dickes Magazin im Endeffekt. Ja, mit 116 Seiten. Das, wir haben schon immer geschaut, dass wir nicht zu viel Werbung unterbringen und dass wir wirklich viel Text haben, dass es einfach eine Info gibt in dem Heftel. Ja, das haben wir schon alle mit 14 gelernt, die wirklich guten und wichtigen Magazine, geht man nicht wegen die Bücher anschauen, sondern wegen dem guten Text und den Geschichten. Richtig. Mhm. Und ich habe sicher irgendwann schon mal im Podcast erzählt, du bist schuld daran, dass ich meinen ersten 100 Kilometer beim Dirndltal extrem gelaufen bin. Ich bin im Flugzeug nach Köln, ich habe es gesagt, ich habe mir sie immer am Weg, wenn ich geflogen bin, gekauft. Und da habe ich, das bist sogar du gelaufen. Ich weiß noch, das war ein heißes Jahr. Du hast einen Rennbericht geschrieben, da hat es 35 Grad. Genau. Und ich habe mir gedacht, hey, das ist nicht weit weg. 2014 war das. Oder 15. Sie ist nämlich zweimal, ja, glaube ich. Ich weiß nicht, welches Jahr. Es waren, oder sogar dreimal, Du hast, glaube ich, sogar reingeschrieben, dass jedes Jahr heiß war. Kann ich, wenn ich mir so halbwegs noch irgendwie so reden kann. Und da haben wir gedacht, hey, St. Pölten, das ist nicht weit weg, dort könnte ich auch mal laufen. 2-3 Jahre später würde ich dann, die gibt es ja leider nicht mehr, aber der Superlauf. Ja, wobei, ich meine, St. Pölten ist ja wirklich quasi eine Augenweite. Das ist ja der Hotspot, wenn man alpines Gelände genießen will. Wer will nicht nach St. Pölten? Wenn man alpines Gelände genießen will, dann gibt es in Österreich nur einen Ort und das ist das Leitergebirge. Richtig. Weil das schönste Gebirge Österreichs ist immer noch das Leitergebirge. Wobei, du 2012 eben schon in den Zugspitz gelaufen bist. Das heißt, Magazin kam dann, aber du warst da ja schon dick im Ultralaufgeschäft drinnen und bist da selber viel gelaufen. Ja, gelaufen bin ich eigentlich immer viel. Das hat sich einfach eigentlich so ergeben, weil 2012 haben wir noch in Tirol gewohnt, da waren wir gerade in Seefeld daheim und da habe ich eigentlich nur für einen Triathlon trainiert. Also da habe ich einen Startplatz für einen Ironman in Kärnten gewonnen gehabt und war da mit meinem Zeitfahrrad unterwegs und habe da zufällig irgendwo ein Plakat gesehen, so Zugspitz Ultra Trail, keine Ahnung wie viele Kilometer, und da haben wir gedacht, das macht sich aber lässiger. Und dann bin ich einen Tag später zur Startnummern-Ausgabe gefahren, habe mich angemeldet und nochmal einen Tag später nach dem Intervalltraining bin ich da mitgelaufen bei den 68 Kilometer und wie gesagt, es hat sich einfach so ergeben, ich habe da gar keine Erwartung gehabt, ich wollte einfach wissen, ob man sowas laufen kann, ob das möglich ist. Und da hört sie es. Den einzigen richtigen Gedanken, den man auf einem Zeitfahrrad haben kann, ist, dass man 2 Tage später einen Ultra-Trail läuft. Richtig. Damit ist alles gesagt. Ja, stimmt. Nur runter von dem Ding. Ich habe dann echt sehr schnell das Radl verkauft, ja. Das stimmt. Schau. Das ist. Ja. Du bist zur guten Seite der Macht gewechselt. Das ist richtig und wichtig. Richtig. Also wenn man sein Leben positiv entwickeln will, ab auf die Trails. Wenn man verletzt ist, geht's ins Schwimmbad.
Ihr seht den Zusammenhang alle, oder? Aber dir ist es dann offensichtlich gut gegangen beim Zugspitz. Also du hast es dann auch genossen, weil du warst dann, ich meine, du warst im Training, wie du sagst, aber du hast jetzt keine spezielle Vorbereitung auf den gehabt. Welche Distanz bist du eigentlich dann, oder welche Distanz war das damals? Das waren 68 Kilometer mit, ich glaube, knapp über 3000 Höhenmeter. Ja. Ja. Und warst du da schon jetzt so im Training, dass du auch die Höhenmeter irgendwie gewohnt warst, oder bist du danach sehr lange gegangen wie ein 80-Jähriger? Es ist okay gewesen. Ich meine, es war schon ein bisschen schmerzhaft dann im Nachhinein, aber es war jetzt nicht so, dass ich gar nie in die Berg war. Wie gesagt, wir haben in Seefeld gewohnt und ich bin jetzt nicht in die Berg gelaufen, aber trotzdem viel gegangen und viel Alternativtraining, weil ein Sportort war mir eigentlich immer zu fad. Also das ist bis heute so geblieben. Ich mag das schon gern, wenn man Abwechslung hat. Ja. Und du warst aber auch recht weit vorn direkt gleich am Anfang. Also so von den Damen, 12. von 55, 15. von 55. Beim Dirndl-Tal sind einfach weniger Menschen. Also St. Pölten sind halt einfach weniger wie auf der Zugspitze. Was soll man machen? Ja. Völlig unverständlich. Aber du warst da doch jetzt da den Ergebnissen nach recht ambitioniert. Warst du, wie ist dein Ansatz gewesen oder hat er sich verändert? Also bist du kompetitiv reingegangen und bist es heute nimmer oder bist du es heute immer noch oder warst du immer auf, mir gefällt die Landschaft und ich genieße es einfach jetzt da mehr als 3 Stunden von daheim weg zum sein, sondern eher so 12 bis 90? Ich glaube, ich bin schon ein ehrgeiziger Mensch, also das auf jeden Fall. Ich lasse das jetzt vielleicht nicht so raushängen auf Instagram oder sonst wo, aber ich laufe immer schon meine Intervalle und die Sachen auch und ich habe mit, wann habe ich mit Leichtathletik angefangen? Mit 13 oder 14 und da fängt man natürlich bei die Basics an und läuft einmal auf der Bahn und mit Lauf-ABC und weiß, wie wichtig das Grundlegende alles ist. Und ja, bin dann mit 16 in meinen ersten Halbmarathon gelaufen und habe die Distanzen langsam gesteigert und bin ja am Mountainbike-Rennen gefahren und habe immer eigentlich einen Trainer gehabt nebenbei und habe schon im Trainingsaufbau, glaube ich, echt sinnvoll gemacht. Und durch das, ja, kann man sich dann über die Jahre schon steigern, wenn man jetzt nicht einen kompletten Plätzchen trainiert. Und ja, wie gesagt, das mache ich bis heute auch noch so. Also ambitionierte Amateurin. Darf ich sagen, ja. Jetzt vielleicht nicht mehr so extrem, aber vor ein paar Jahren definitiv, ja. Schon. Und ich meine, wenn man in einem Vollzeitjob ein Magazin rausbringt, da ist schon ein gewisser, nehmen wir es ehrzeitig oder vielleicht ein bisschen ein Sturschädel oder so. Also wenn man sich dann was in den Kopf setzt, dann macht man es auch. Ja. Also das höre ich vielleicht so raus. Ja, ganz extrem. Ja. Ja. Das schon, aber was mir halt auch in den Kopf gegangen ist, dass du quasi, du bist diesem Sport sehr verfallen, aber wenn du zuerst nebenbei auch noch 40 Stunden gearbeitet hast, dann halt von mir als Vollzeit das Magazin machst, dann bist du aber trotzdem mit anderen Dingen wie Trainieren und Wettkämpfen eigentlich mindestens Vollzeit beschäftigt. Und es ist ja nicht so, dass man bei 4 Kindern 2 sagen kann, dass sie sich um die anderen 2 kümmern können und passt schon, wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Ja. Also kann man vielleicht schon auch, aber ich glaube, das ist nicht so das Optimum. Nein, das ist ja eine Gratwanderung, definitiv. Und das war, ich meine, die Kinder sind mit der Zeit mehr geworden und ich habe vorher Vollzeit in einem normalen Angestelltenverhältnis gearbeitet und da bin ich entweder halt in die Arbeit gelaufen oder ich bin in der Mittagspause gelaufen oder um 4 in der Früh, so dass es sich halt irgendwie ausgegangen ist. Wie ich dann später komplett selbstständig war, habe ich auch versucht, dass ich das wirklich in meine Arbeitszeit jetzt integriere und eher unter der Woche die langen Einheiten mache und halt, wenn ich dann bei der Arbeit bin, so fokussiert bin, dass ich vielleicht auch in 6 Stunden meine Arbeit unterbringe, die was jetzt erledigt gehört. Aber es ist trotzdem, es bleibt rundum nichts mehr übrig. Also irgendwie sind, glaube ich, mein Sozialleben habe ich in der Zeit echt ziemlich reduziert. Und wie gesagt, einfach so, ja, Familie, Job, Sport und dann war es ziemlich gar, ja. Ja, wobei Sozialleben reduzieren, das ist jetzt nicht so schlimm im Nachhinein betrachtet.
Weil das war im Endeffekt ja nur mal so die Übung für 2020 bis 2021. Das heißt, du warst einfach deiner Zeit schon ein bisschen voraus und dann ist Corona gekommen, ja, und hast gedacht, ah, ja, kenn ich schon. Ja, ich meine, ich finde schon, wenn man Familie hat und einen Job, man muss sich irgendwo Prioritäten setzen und ich kann dann nicht sagen, ich gehe jetzt noch dreimal in der Woche fort, die Person war ich sowieso nie oder ich gehe nur ins Kino mit dem oder dem. Ich muss sagen, ja, wenn mir das wichtig ist, dann nutze ich halt die Stunde, was ich vielleicht habe, fürs Laufen und wer anderer sieht, ist vielleicht anders und der Fernsehen und keine Ahnung, Computerspielen oder sowas, das geht halt dann einfach nicht. Ja. Also es ist eigentlich ganz einfach. Ja. Aber über das denkst du nicht noch. Ja. Nein, wahrscheinlich nicht. Ich habe jetzt nur ein Kind und ich merke schon, dass es gar nicht so einfach ist, das alles irgendwo den Hut zu bekommen und vor allem, wenn du dann für die langen Distanzen noch wirklich lange Läufe machst. Ich meine, ich habe das dann für den Mozart für die 80 Kilometer gemacht und dann stehst du halt um 4:45 in der Früh auf, um damit 2-3 Stunden laufen gehen kannst. Da bist du jetzt am Abend nicht der ausgeglichenste und glücklichste Mensch. Ja. Das ist schon hart auch. Also das, und dann will der kleine Matze noch mit dir spielen und denkst du, eigentlich will ich nur schlafen. Das ist ja. Und damit mit 4, also ich habe da ich habe da immer mehr Respekt, wie man das unterkriegt. Das ist irgendwie. Ja, ich meine, Schlaf ist ein wichtiges Thema. Das ist schon. Ich kann jetzt nur von mir reden, bei unserem ältesten Sohn jetzt hat. Der hat furchtbar geschlafen die ersten Jahre und da bist du dann sowieso immer fertig. Da bist du im Job fertig, da bist du beim Laufen irgendwie fertig. Ja, ist einfach anstrengend. Und von dem hängt halt ganz viel ab. Und wie du sagst, ja. Ja, aber dann, ich meine, die Regeneration ist da halt natürlich dann deutlich mieser als davor, oder? Weil ja, sowieso. Wie du sagst, 4 in der Früh in der Arbeit laufen, der Schlaf ist dann halt auch eines der Dinge, die halt minimiert gehört, damit alles irgendwie untergeht, oder? Das ist halt ja. Das ist eigentlich manchmal, wenn man sich genau überlegt, eigentlich kontraproduktiv, aber ja. Irgendwie. Nein, ich glaube auch wirklich, also jetzt, ich meine, im Rückblick ist man immer gescheiter, aber bei mir war es ja so, ich bin über die Jahre echt, das war grenzwertig, was ich gemacht habe. Die ganze Kombination und eben dann mit Ultralauf dazu. Ich meine, selber denkst du immer, ja, es ist super und es ist, passt eh alles, aber 2020 habe ich dann einen Bandscheibenvorfall gehabt und der ist nicht von irgendwo gekommen. Das war jetzt ja. Nicht vom Laufen alleine, sondern das war dieses ganze Stressballon, sage ich jetzt einmal, und dann irgendwann crasht das Ganze und dann ist es mal vorbei und dann, dann merkst du halt, dass vielleicht nicht alles so funktioniert, wie du geglaubt hast. Und das war aber das erste Jahr, wo du dann wirklich nichts gemacht hast, weil, wie gesagt, du hast selbstständig, Magazin, vorher gearbeitet nebenbei, 4 Kinder und so weiter und so fort. Und trotzdem hast du von 2012 bis 2019 steht du in jedem Jahr in der ITRA-Listen, ja. Aber nicht nur ein Rennen. Ja, viele. Ja. Und ich will mir jetzt nicht weit ausgelernen, dass man mal einen Zugspitz Ultra gar einmal als Wochenend-Gaudi macht. Na gut, wenn man gut trainiert ist, soll sein, dass man von mir aus an Innsbruck Alpine 85er oder an Bitzthal Alpine 42er einfach einmal macht, weil es gerade lustig ist. Soll sein. Aber ohne Vorbereitung intensiv und zielgerichtet an Gehgut aufreißen oder in Transalpin Run mehrfach oder sowas wie diese italienische Geschichte oder diese Tour de Jean. Also ich bin mir ja nicht ganz sicher, aber ich glaube, da geht echt viel Vorbereitungszeit ein, weil das machst du ja nicht aus Jux und Tollerei. Ja, sicher ist da viel Vorbereitung drinnen. Und wie gesagt, man muss einfach immer die Jahre sehen. Also immer rückblickend, wie viele Jahre laufst du schon. Und dann ist schon so, wenn ich sage, ich bereite mich jetzt auf so ein Ultra vor, dann brauche ich halt vielleicht nicht ein ganzes Jahr, so ganz spezifisch. Oder kann auch 1-2 Monate mal fast nur Radl fahren. Und wenn ich mich dann eben diese, keine Ahnung, so zwei so Trainingsintervalle mit 4 Wochen, also insgesamt 8 Wochen vorbereite, mit viel Kilometer, dann bin ich wieder dort, weil sich der Körper irgendwo erinnert dran. Aber du hast schon recht, also das war, wie gesagt, das war definitiv zu viel und das darf ich so objektiv gesehen niemand empfehlen, so viel Rennen zum Laufen, so viel Ultras, weil es einfach irgendwann nicht mehr funktioniert. Ja. Vor allem das 19er Jahr verwirrt mich ein bisschen. Mhm. Weil das, also wenn man es anschaut, Mai, Juni, Juli, September, Mai 25 in Innsbruck.
weißt, gerade dort warst, weil warum auch nicht. Genau. Im Juni den Hochkönig-Man machen mit 85. Klassisches Aufbaurennen. Mhm. Im Juli in Gehgut in Laungern. Würden viele sagen, na gut, Saisonhöhepunkt. Und dann wird's lockerer. Und 6 Wochen später 357 Kilometer Tour de Chant. Das ist schon... Der ist immer ein langer Spaziergang. Genau. Das ist schon hart. Ach so, das ist kein Lauf, das ist ein Wandertag. Oh. Der dauert ja auf, die Cut-off ist, glaube ich, eine Woche, da kann man dazwischen ein bisschen Pause machen, dann kann man wieder, mit den Kindern telefonieren, das ist ja quasi wie ein längerer Urlaub. Das ist, wie der Transalpin-Run, nur ohne fixe Start und Ende. Du hast ja auch Live-Bases, das ist quasi so ein bisschen wie die Start und Ziel. Hotel. Ja, genau. Ja, aber es ist viel stressloser, das muss ich jetzt schon einmal einwerfen. Gell? Du musst nicht jeden Tag zusammenpacken, also es ist eigentlich so viel leichter. Wirklich? Ja. Also da hat die Chance an 350, der Transalpin sind wie viel, 250? Ja, je nach Jahr, glaube ich, alles zusammen. Circa. Mhm. Und beides dauert ungefähr Wochen, je nachdem, wie schnell man heute bei dem Mann ist. Ja. Mann ist fix eine Woche. Ist die Tour de Chance leichter wie der Tar? Ja, leichter, nein, leichter. Oder ist es anders? Anders, komplett anders. Also ich finde halt in Transalpine Run, ich meine, es ist wunderschön und alles, aber es ist irgendwie extrem stressig, so gefühlsmäßig, weil du bist jeden Tag in einem anderen Hotel oder halt in einer anderen Unterkunft. Du kommst zurück, du packst die Taschen, du hast dich, dann fährt der Körper runter, regeneriert eigentlich und nächsten Tag in der Früh stehst du auf, bald bringst die Taschen wieder weg, laufst die nächste Etappe und das alles irgendwie so schnell, weil 40 Kilometer, ja, das macht jetzt auch so macht ein bisschen komisch an, aber es sind dann nur 40 und es wird richtig schnell gelaufen. Und beim Tour de Chant hast du halt irgendwie, du laufst alleine, du laufst in einen durch und es geht einfach darum, so dass du wirklich deinen eigenen Rhythmus findest, da bringt es gar nichts mehr, wenn du dich von irgendwem anderen beeinflussen lässt. Das ist einfach dein eigenes Rennen und das ist ganz was anderes. Ja, Tour de Chant ist für die Leute, die es nicht wissen, Tour de Chant ist ein Einzelrennen. Also du bist alleine und nicht im Team. Genau. Und beim Transalpin musst du im Team laufen, also zu zweit oder zu dritt? Nein, zu zweit. Ja, immer zu zweit. Ich war mir jetzt nicht sicher, weil beim, wie heißt der Wandertag beim UTMB? Du meinst im PTL. Genau, danke. Ja. PTL, da bist du zu zweit oder zu dritt. Mhm. Und beim Eiger, weil wir Tom und in Flo letztens hatten, da durftest du auch zu zweit und zu dritt beim Eiger 250. Genau. Und der Eiger 250 ist ja more or less kürzere Tour de Chant quasi. Weil es auch in einem durch ist und nur, dass es halt dort im Team ist. Okay. Naja, ich stelle mir den Transalpine Run, du darfst alleine finishen, wenn der Zweite aufgibt. Das geht schon. Genau. Aber ich stelle mir den Transalpine Run wirklich viel mehr als Wettkampf vor. Ja, genau. Also das sind wirklich, 7 Wettkämpfe. Mhm. Ja. An 7 Tagen und das andere ist halt einfach ein langes Abenteuer. Genau. Also ist es wirklich so, ist es ein anderes Gefühl, weil du hast beides schon gemacht vom Spirit her, der dort das kann, vorherrscht. Ja, ich glaube, das war jetzt echt eine gute Beschreibung für dich. Ja, 7 Wettkämpfe in 7 Tagen, das ist echt genau das, was der Transalpine Run ist. Ich meine, natürlich nicht bei jedem Team, kommt drauf an, welchen Teampartner das du hast und wie der Zugang ist, aber ich glaube, bei den meisten ist es schon so. Und beim Tor. Wenn der Flo und ich jetzt da laufen würden, dann würde man wahrscheinlich einfach schauen, dass wir eine coole Woche haben. Ja. Weil, dass man nicht jetzt da um einen Sieg mitlaufen, ist uns schon klar. Ja. Dann würden wir zwar uns vorher absprechen, was unser Ziel ist. Ja. Aber du hast halt, wie gesagt, Tour de Chant ist halt einfach ein Abenteuer. Du musst dir vorstellen, du laufst weg und dann. Ja, du läufst einen Tag, dann läufst den zweiten Tag, dann fängst du mal an zum Überlegen, wann schlafe ich das erste Mal? Und irgendwann verliert sich dann so, also bei mir war es nach 3 Tagen circa, es verliert sich so das Zeitgefühl, ob jetzt der Tag ist oder Nacht, das ist alles so wurscht. Es wird halt finster und du drehst die Stirnlampen auf, es wird hell, du tust das wieder weg, du ziehst dich gefühlt 100-mal um, weil in der Nacht hat es Minusgrade und der Tag hat es vielleicht wieder 25 und du bist einfach
nur unterwegs und der ganze Alltag, das Handy, der Computer, das ist alles einfach so weg. Also. Und ich muss sagen, das fasziniert mich eigentlich, also das ist, wir haben das Anfang des Jahres schon mal besprochen, so die, was für einen die Faszination Ultra Trail ist. Und genau dieses Gefühl, dieses Zeitverlieren, dieses Tag, Morgen, wie viel Uhr, es ist scheißegal, es geht nur darum, dass du einen Fuß vor den anderen setzt, wann esse ich was, wann trinke ich was. Genau. Jetzt mit dem Schlafen ist jetzt beim Tour de Chaux oder bei den ganz, ganz langen Rennen vielleicht nochmal ein anderer Aspekt wie jetzt bei so 100 Kilometer bis 100 Meilen, aber das finde ich ein extrem geiles Gefühl und ich glaube, je länger du dann wirst, desto wurschtiger ist es auch noch, weil dann die Geschwindigkeit auch wirklich, also nicht egal ist, aber du hast ja beim Tour de Chaux relativ lange gehabt, also 7 Tage waren es, oder? Oder habe ich mich genau, du hast 7 Tage Zeit, ja. Ich meine, das klingt ja auf dem Papier eigentlich jetzt gar nicht so schlimm, du wirst das vielleicht jetzt aus der Erfahrung selber wissen, aber es sind ja eigentlich nur so 60 Kilometer am Tag, die du da wirklich bewältigen musst. Ja, wobei... Das klingt jetzt nicht so unrealistisch. Du weißt halt nicht, was passiert. Ich meine, ich war eigentlich immer weit, weit vor die Cut-Offs. Also das war überhaupt nie ein Thema. Ich bin ja bergab echt immer alles gelaufen. Wenn du jetzt bergab gehen würdest, dann wären die Cut-Offs schon knapp. Also das kannst du eigentlich nicht erlauben. Aber wie gesagt, du weißt nicht, was passiert. Und dann ist auch die Frage, es gibt diese Live-Bases alle 50 Kilometer, wo du den Taschen zur Verfügung hast. Du kannst dort theoretisch einen Betreuer haben, der was da hilft. Ich war komplett alleine unterwegs und am Anfang ist das noch alles recht logisch. Du nimmst dir die Taschen, du nimmst dir vielleicht ein frisches Gewand, du isst was. Und je länger das Rennen dauert, desto planloser wirst du aber im Kopf. Also ich habe dann nach 2-3 Tagen unendlich lang gebraucht, dass ich mich da selber koordiniere, dass ich meine Taschen nehme. Dann überlegst du mal, gehe ich jetzt eigentlich duschen oder isse ich was? Und während du überlegst, sitzt du eigentlich schon beim Essen und denkst dir, eigentlich soll ich aber meine Geräte wieder aufladen, meine Stirnlampen und meine Uhr und ich brauche Steckdosen und überhaupt, soll ich jetzt schlafen oder nicht? Und also du brauchst einfach echt lang für diese Sachen. Und ja, so 3 Stunden in einer Live-Base, obwohl du vielleicht nicht 1 Stunde schlafst, sind gleich einmal weg. Ja, und so vergeht halt die Zeit. Ja, ich glaube auch, dass das natürlich, wenn man jetzt da sitzt und sich überlegt, 60 Kilometer am Tag, das klingt nicht viel, aber wenn man dann dort ist, dass das dann mit dem kumulierten Müdigkeit und so, dass das schon noch härter wird. Aber so lustig, weil du sagst, es gibt ja den vom Ginger Runner, den Film Where Dreams Go to Die, ich weiß nicht, ob du den kennst, da geht es um Gary Robbins, der beim Barclay-Marathon mitmacht. Die Cut-Offs sind 60 Stunden und ich glaube, es war beim ersten Mal ist er gescheitert, aber bei seinem zweiten Versuch hat er eben auch realisiert, dass wenn er da, das sind diese 20-Meilen-Loops, wenn er da zurückkommt, ist er halt nach der zweiten oder dritten jetzt auch nicht mehr bei voller geistiger Verfassung. Und der hat sich ein riesen Zelt aufgebaut, wo er quasi seine persönliche Labestation sich aufgebaut hat. Und der hatte darin eine Liste, die er von oben bis unten abarbeiten musste, damit er eben genau dieses Problem nicht hat, was du sagst, weil ich meine, das kostet ihm zu viel Zeit und vor allem auch Energie, weil er halt denken muss. Er hat nur einfach nach Liste agiert und hat seinen Kopf ausgeschaltet. Also wenn du es noch einmal probieren willst, empfehle ich dir eine Liste. Das ist sicher eine super Idee. Oder wirklich dann einen Betreuer mitnehmen, ist schon eine Möglichkeit. Ja, das ist dann irgendwie schon ein bisschen die Luxusvariante, oder? Ja, ist Luxus. Ja, aber ich habe vorher versucht, richtig so mentaler Fokus, wenn ich jetzt da hinkomme, was mache ich jetzt so Step by Step? Ja, aber du brauchst echt einen Zettel, den was da hinlegst und das dann machst. Ja, aber du hast ja dann relativ souverän das Teil ja dann trotzdem gefinisht, oder? Ich habe es jetzt, du hast dann nur 90 Stunden gebraucht. Also nein, ich fühle länger gebraucht. Nein, 144. So ist echt krass. Ich habe ewig gebraucht, weil ich habe Riesenprobleme gekriegt, einen Tag vor dem Finish, also. Okay. So 50 Kilometer vorm Ziel, genau, wo ich eigentlich geglaubt habe, da habe ich noch 1,5 Tage Zeit gehabt, glaube ich, und habe dann beim ersten Anstieg nach der letzten Live-Base, habe ich so brutalen Nasenbluten gekriegt damals, dass, also der ganze Weg war nur mehr rot, wir wollten es eigentlich, die wollten die Medicals anrufen und müssen rennen, nehmen wir die anderen Läufer, weil ich muss ausgeschaut haben, also wirklich katastrophal und ich darf so in einem Training oder in einem anderen Rennen niemals weitermachen, weil ich bin gewankt bergauf und ich habe dann Berge an Schokolade gegessen und dann bin ich im Bett gelegen, das weiß ich echt noch und normalerweise musst du nach einer Stunde wieder aufstehen und musst die Hütten verlassen. Ja. Wenn du da im Bett liegst und ich war so am Ende echt von dem Blutverlust, dass ich habe nicht einmal nur meinen Kopf bewegen können, weil keine Energie mehr da war. Ich habe nur mehr gesagt, ich brauche da jetzt mindestens nur eine Stunde zum Schlafen, bitte. Und bin wieder eingeschlafen und das war's.
Also echt, das war ein arger Zustand. So fertig war ich, glaube ich, mein ganzes Leben noch nicht. Und dann hast du aber nicht nur 40 Kilometer zum Ziel und denkst dir, okay, schaffe ich das jetzt noch da auf 2700 Meter, auf 2,8 oder fliege ich jetzt um? Da haben wir Familie, da war wirklich so der Kampf im Kopf, ob das noch irgendwie funktionieren kann. Also das war schon, man kann es lesen, aber es war echt, echt brutal, weil du einfach auch in der Höhe bist. Ja. Aber was genau, ich meine, du sagst ja noch, dann denkt man die Familie, was genau bewegt einem da dennoch weiterzumachen? Weil ich hatte eine, nicht unendlich, mir ging es lange nicht so schlecht wie dir, aber ich bin dann auch beim UTMB bei 120 Kilometer gesessen und ich habe mich dann irgendwie nicht mehr aufraffen können. Also ja. Deswegen finde ich das spannend, was genau einem in dem Moment dann wirklich dazu bewegt, dass man dann nochmal rausgeht und die 40 Kilometer in Angriff nimmt. Und du warst gesund. Und ich war gesund. Ich habe nicht den Weg markiert, also mit Blut. Also ich war einfach nur, ja. Einfach nur müde. Nein, ich weiß nicht. Ich war wirklich der Meinung, ich höre jetzt auf. Ich glaube, ich habe sogar damals ein WhatsApp reingeschrieben, ich steige jetzt aus dem Rennen aus. Und meine damalige Partnerin hat dann echt, die hat mir dann zurückgeschrieben, bist du sicher, dass du jetzt so kurz vorm Ziel, dass du jetzt aufhörst? Also Und dann fangst du zu überlegen an. Das erinnert mich an den Flo in Innsbruck. Ja. Ich steige jetzt aus, schicke die Nachricht heim und dann kommt zurück. Ich habe mir das Höhenprofil angeschaut, das ist eh noch mehr ein Berg. Dass das halt der Batscher Kofel war und dass der steil wie Sau war, das hat er zu dem Zeitpunkt noch keiner gewusst. Aber Und bei dir war das auch so, jetzt steigst du aus, jetzt hast du nur mehr einen Berg. Ja, es war schon noch ein bisschen mehr wie ein Berg, aber es war dann echt so, dann fangst du zu überlegen, was bin ich denn jetzt eigentlich für Vorbild dann für meine Kinder, wenn ich da aufhöre und was ist eigentlich, wenn ich nicht umfliege und wenn ich umfliege, eigentlich finde mich eh irgendwer. Also man hat dann so echt interessante Gedanken und dann ist irgendwer neben einem weggelegen, das weiß ich auch noch, der hat so die Füße von Sturm gehabt. Dann habe ich mir gedacht, naja, der ist auch noch nicht ausgestiegen, also kann ich zumindest weitergehen und dann sehe ich, was passiert. Und so habe ich mir halt da irgendwie weiterkämpft. Ja. Und offensichtlich hast du es ins Ziel geschafft. Also es war dann zumindest keine falsche Entscheidung. Hat sich ausgezahlt. Ja, aber es war grenzwertig, aber gut. Ja. Würdest du im Nachhinein nochmal machen, so ein Tour de Schau? Ja, ist eins von den wenigen Rennen, was ich nochmal machen würde. Möchte unbedingt sogar. Ja. Ja, irgendwie hatte schon eine gewisse Faszination. Oder es gibt ja dann... Im Rahmen des Tour de Champs gibt es ja auch mehrere. Da gibt es ja, glaube ich, einen ganz kurzen, dann gibt es einen 130er vielleicht. Genau. Oder 100 Meiler, weiß ich nicht. 130. 130. Dann den Tour de Champs mit 300, was auch immer. Ja. Ich glaube, 330 sagen es an und alle, die mitmachen, sagen, es sind aber 340 oder so. Ja, es sind mehr. Und dann gibt es ja noch den Tour de Glacier. Danke. Der Tour de Glacier, der ist 450 Kilometer, der ist aber nicht markiert. Also da muss man sich selber mit GPS navigieren und da ist halt die Frage, ob man das will oder nicht. Weil, ich meine, weißt einfach vom Kopf her, schon dann irgendwann einmal sehr fertig bist und das finde ich recht riskant. Also ich darf das nicht nachsagen zum jetzigen Zeitpunkt, aber sicher bin ich mir nicht, ob ich das machen möchte. Achso, und der 330er ist noch Wanderwege. Der ist markiert. Und markiert. Ja. Also der hat Fähnchen quasi von der Veranstaltung. Ja. Ah, okay. Der ist sehr gut markiert. Weil das andere, das wäre dann, also das wäre für mich ein Selbstmordkommando. Ich wollte gerade sagen, das wäre nichts für uns, Peter. Der andere ist dann auch, wenn du einen Betreuer hast, der fährt dann noch mit dem E-Scooter vor dir her, sodass du immer einen Weg findest. Der andere ist quasi, das ist die Light-Variante vom Tour de Glacier. Wir müssen das falsch aussprechen, das geht nicht anders. Zu viel richtig französisch ausgesprochen. Peter. Ja, sei es. Aber was mich interessiert, weil du hast jetzt wirklich so die unterschiedlichsten Längen durch. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, du hast ein Dirndltal oder du hast ein, weiß ich nicht, von mir aus ein Glockner. Ein Glockner sind 24 Stunden plus minus oder 20 Stunden oder irgendwas rund um einen Tag. Ja. Und das andere sind ja doch mehrere Tage oder der Tag. Gehst du da auch ganz anders hin oder gehen die Menschen da anders drauf los, dass sie sagen, das eine ist ein Wettkampf und das andere ist ein Abenteuer? Ja, voll. Also Großglockner, ich meine sicher, es sind 110 Kilometer und 6500 Höhenmeter, aber es ist immer nur ein Rennen und vielleicht, wenn du das erste Mal mitmachst, dann denkst du, schaffe ich das oder schaffe ich es nicht und du willst einfach finishen. Mhm.
und dann wirst du zweites Mal und der drittes Mal mit und dann überlegst du, welche Zeit ist eigentlich möglich und dann hast du ein Zeitziel und dann fängt natürlich der Stress an, der innerliche. Aber manche wollen aber am zweiten, dritten und vierten Mal wenigstens einmal finishen. Also. Ja, aber ich sag nur, also, es kann halt passieren, dass du dann echt ein Zeitziel hast und das ist dann ein Wettkampf. Ja, es ist einfach ein Wettkampf. Ja, aber so, für mich ist die Frage, wo ist so dieser Break-Even-Punkt zwischen Wettkampf und Abenteuer, weil jetzt schon ein paar Mal gehört, 100 Meiler ist noch ein Wettkampf und ein 200 Meiler ist, das hat nicht mehr so wirklich Rennfeeling. Das ist eher schon ein Weitwandertag. Ja. Es gibt Menschen, die laufen es noch, aber grundsätzlich, es ist gar nicht mehr so wirklich ein Wettkampf gegen den anderen, sondern du laufst eigentlich nur mehr gegen die Uhr und wenn wer anderer da ist, der halt schneller war, ist gut und wenn nicht, dann nicht. Aber so direkt Mann zu Mann, Frau zu Frau, Wettkämpfer gegeneinander ist dann nichts mehr, sondern es ist einfach... Nein, das kannst du echt nicht vergleichen. Kennst du als FKT machen? Ja, das kannst du nicht vergleichen. Und da ist auch die Stimmung am Start da komplett andere. Also das ist richtig so magisch, weil jeder weiß, okay, ich bin jetzt mit meinem Rucksack eine ganze Woche mehr oder weniger halt unterwegs und das ist echt nur die Frage, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht? Und was passiert in der Woche, weil du es echt nicht weißt? Also so 20, 24 Stunden, das ist ja nur einigermaßen kalkulierbar. Aber mehrere Tage, du weißt nicht, was für Wetter kommt, wie geht's mir, wie reagiere ich auf deinen Schlafmangel, wenn du das noch nie gemacht hast? Das sind so viele Fragezeichen, dass es echt nur darum geht, komme ich ins Ziel oder nicht. Ja, weil du vorher gesagt hast, das mit diesem Tag, Nacht, ich kann mich überhaupt, also es ist mir eigentlich auch ziemlich wurscht, welcher Tag, welche Uhrzeit, sonst irgendwas, weil bei, weiß ich jetzt nicht, wenn ich sage 12 Stunden oder 15 Stunden, also zumindest bei mir ist auf die Distanz, also sub einen Tag, ich weiß jetzt zwar nicht genau, welche Uhrzeit das wir vielleicht haben, es ist, und das, und die Uhrzeit ist mir vielleicht ein bisschen wurscht, aber der wo bin ich im Rennen, wie weit ist es nach vorn, wie weit ist es nach hinten, bin ich in meiner Zeit, die ich mir vorgenommen habe und so. Also der Gedanke ist immer noch da und von dem musst du aber so einen langen Ding komplett verabschieden. Ah, der existiert dann nicht mehr. Du schaust vielleicht bei den ersten zwei, drei Stationen nur, wie schaut es mit den Cut-Offs aus, in welchem Tempo bin ich unterwegs, passt das so? Ja. Aber das ist das Einzige, alles andere wird da echt wurscht. Ja. Und das hat sich auch über die Jahre verändert, weil früher waren die 100 Meiler, hatten einen ähnlichen Spirit, dass mal die Leute geschaut haben, dass sie durchkommen und dass es irgendwie halt so eine Abenteuergeschichte war. Aber nachdem es jetzt schon so viele sind und schon so kompetitiv auch geworden ist, ist 100 Meilen jetzt quasi so ein bisschen schon Wettrennen draus geworden. Der Marathon der Ultratrailläufer. Ja, genau. Ja, das stimmt. Ja, das ist die Distanz, der Langdistanz-Ultraläufer. Ja. Und was ich mich dann mal frage, ist, wo endet das dann? Weil wenn jetzt die 200 Meiler die 900 Meiler sind, ist es vielleicht ja auch nur eine Frage der Zeit, bis das dort kompetitiver wird. Und du siehst ja auch schon, dass die Rennen da mehr werden zumindest. Es gibt jetzt wie schon Eiger, es gibt irgendwie, gut, in Tour de Chance gibt schon ein bisschen länger, aber es tut sich in dem Segment was. Und das heißt, wenn du jetzt ein paar Jahre in die Zukunft schaust und es wird dann, sind ja die 300 Meiler die neuen 200 Meiler? Das ist ja, die Frage ist halt wirklich, wie lang das ist, publikumswirksamer ist, weil ein 24-Stunden-Radlrennen ist auch einigermaßen, nennen wir es mal spannend, wenn man auf sowas steht, aber das Race Across America, das ist auch 5, 6, 10 Tage Rennen, also je nachdem, ob du diesen Race Across the West machst oder den ganzen. Und das gibt es schon lang, aber das ist nie massentauglich worden, weil einfach die Abstände sind zu weit und bei einem 200 Meiler glaube ich einfach, die Abstände werden zu lang. Und da ist die Taktik und alles viel zu, da hast du irgendwo eine Pause drinnen. Also ein 200 Meiler ohne Schlafen machen, weiß ich nicht. Das ist schwierig. Und genau. Also der Flo und der Tom haben ja gesagt beim Eiger, die 10 Minuten Powernap bei der ersten Nacht, die waren Gold wert quasi. Mhm.
Und sie haben jetzt nicht viel mehr geschlafen. Ich glaube, sie haben am zweiten Mal haben sie es einfach nur probiert in der zweiten Nacht und haben dann nicht wirklich geschlafen, genau. Aber ganz ohne wäre halt ganz schwierig. Und da, es gibt halt wahrscheinlich irgendwas, eine Grenze, über das kompetitiv einfach nicht drüber gehen kannst vom Schlafmangel. Ja. Also wo du einfach sagst, okay, es bringt nichts, wenn ich jetzt nur mit Durchtauchen versuche. Definitiv, ich glaube aber trotzdem, dass der Grund, warum es jetzt bei den 200 Meiler quasi so ein bisschen unspannend ist, ist, weil einfach die Konkurrenz nicht da ist, weil einfach die Leute das nicht machen, weil es nicht massentauglich ist, weil es noch nicht so viele machen. Das heißt, die Leute, die das machen, suchen, sind die, die das Abenteuer suchen, die so ein bisschen das, und es gibt ja nicht so viele Strecken. Am Trail laufen vielleicht suchen. Und und das war ja bei dir, also wenn es deine Aussage 10 Jahre früher gemacht hätte, jetzt hättest du genauso über einen 100 Meiler reden können, weißt du, was ich meine? Da hat sich damals auch keiner vorstellen können, dass das irgendwie mal wirklich kompetitiv wird. Und schaut auch heute an in UTMB, wie es den übertragen und mit dem Lichtkegel. Und das ist eine Veranstaltung. Das ist kein, also für die Leute da hinten ist sicher noch ein Abenteuer, aber es ist im Endeffekt eine Veranstaltung. Und welches Tempo sie am Anfang laufen, wenn die weglaufen, die ersten Kilometer in 3,30, 3,40, wo sie denkt, ihr seid ja alle nicht ganz frisch. Gut, aber das machen wirklich die Vorderen. Also ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass auf die ganz langen Distanzen, dass die Läufer so viel mehr werden, beziehungsweise es probieren es vielleicht viel, aber dafür ist die Ausfallsquote relativ hoch. Also wenn du in Österreich die Rennen anschaust, ich finde eher die Entwicklung so in der Marathondistanz momentan so brutal. Also die Geschwindigkeiten, die da gelaufen werden, da sind, weiß ich nicht, bei 40 Kilometer 2000 Höhenmeter bei und die Leute laufen, wie wenn es keine Höhenmeter gab. Also das Tempo, wo ich mir denke, wie funktioniert das? Das hast du recht. Ich glaube, was man jetzt da echt sieht, das ist die Generation an Bahn- und Straßenläufern und Läuferinnen, die echt früh mit, weiß nicht, 14, 15, 16, 17, also wir haben jetzt da gerade das Interview mit der Ida-Sophie Hegemann gehabt, die einfach, die hat Überlastungsprobleme gehabt mit, ich glaube mit 17, schon Überlastungsbruch und vom Bahn- und Straßenlauf und dann hat sie nicht mehr den Biss gehabt oder die Ambition, dass sie komplett zurückkämpft und vielleicht irgendwo im Marathon, Halbmarathon ankommt und ist mit dem Alter kompetitiv auf dem Trail abbogen. Und dann bist du halt genau bei diesen Distanzen. Ja. 30, 40, 50. Aber, und das mit einer Grundgeschwindigkeit, wo unser einer denkt, hui, 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 ja, das wird sich nicht mehr ausgehen in dem Leben. weil ich habe mit ihr getratscht über Innsbruck, über den 100er und ich habe mir gedacht, boah, da dazwischen Richtung Hall um mit diesen 10 Kilometer eben, boah, pff, das ist richtig brutal auf diesem Forstweg, man, das nervt. Und sie hat sich gedacht, man, super, endlich kann ich mich mal entspannen mit einem 410er, 420er Schnitt und denkst du so, entspannen beim 410er Schnitt noch 60 Kilometer. Genau. Aber sicher nicht. Ja, das ist eine arge Grundgeschwindigkeit. Ja. Und da sind jetzt ganz viele, die so 20, 25 sind, die wirklich nicht vom Mountaineering in den Trailsport kommen, sondern wirklich vom quasi ganz früh vom Straßenlauf dorthin abbiegen und sagen, okay, ich arbeite mich da durch auf und mit, weiß ich nicht, knappe 30 bin ich dann wahrscheinlich beim 100er angekommen, wenn's länger wird. Ja, wenn die Linie so gerade weiterläuft, wie man es sich vorstellt. Genau. Ja, wenn man es wahrscheinlich, ich glaube, das ist auch, wenn du von der Leichtathletik kommst, wenn du das gelernt hast, auf dich selber ein bisschen zum Hören. Ja. Also wenn du nicht sagst, oh toll, toll, ich mache mal 10, 15 Rennen pro Jahr und alles davon sind 80 plus. Ja. Weil das wird halt auf Dauer eher so nicht funktionieren. Ja, weil es gibt trotzdem gefühlsmäßig echt viele, die was da einfach ganz viel machen und sie sagen, ja, es ist eh nur ein Marathon, sind eh nur 50 und alle 2-3 Wochen wieder und wieder. Und also ich habe jetzt schon in die fast 10 Jahre, wo ich in der Szene dabei bin, viel gesehen, richtig viele Leute, die was vielleicht 2-3 Jahre super gut waren und dann waren sie weg. So dauerverletzt, dass einfach gar nichts mehr geht und das finde ich halt so schade, dass es sich komplett abschießen, weil man es nicht einschätzen kann und dann gar nicht mehr laufen können. Ja.
Und das finde ich auch dann wiederum den spannenden Punkt. Du hast ja gesagt, der Tour de Schau ist ja nach wie vor das, was du unbedingt machen willst. Und hast aber auch gesagt, dass das, was du, wie du das früher gehandhabt hast mit viel Rennen und so, das war irgendwie objektiv gesehen vielleicht jetzt nicht das Richtige. Wenn du jetzt angenommen, du würdest nächstes Jahr mitlaufen, was würdest du dann anders machen als die Jahre davor, um dann nochmal erfolgreich zu finishen, ohne dass du eine Blutspur ziehst, die letzten 40 Kilometer? Ja gut, das war Pech, da hätte ich einfach, das war die Höhe und die Austrocknung von der Schleimhäute jetzt ganz objektiv gesehen, das war einfach, darüber habe ich nicht nachgedacht vorher, aber ich mache halt einfach im Vorhinein nicht mehr so viel Rennen und mich freut das auch eigentlich nicht mehr so, also gerade die kürzeren Distanzen, das reizt mich überhaupt gar nicht mehr, ich will einfach nur wissen, was möglich ist und mich so eben auf diese Laufreise begeben, also ich weiß gar nicht, wann ich jetzt nächstes Jahr starten würde, ob ich da vorher irgendein Rennen laufen würde oder nicht, ist mir eigentlich ziemlich wurscht, glaube ich, ja. Doch, ist mir nicht mehr wichtig. Ja, nein, oder einfach im Training vielleicht einfach einmal so 50 Kilometer laufen oder einmal 2-3 Tage unterwegs sein mit Rucksack, aber ich brauche nicht die Startnummer dazu. Okay. Ja. Ich wollte gerade sagen, das heißt, du würdest einfach nur schauen, dass du im Training so ganz viele Kilometer abschrubbst, die irgendwie alltagstauglich sind, genau. Und dann die Rennen sein lassen. Ja. Ja. Ja, weil das hat mich grundsätzlich, weil du auch gesagt hast, dass du 2020 den Bandscheibenvorfall hattest, so dieses sich selbst einzugestehen, dass, weil das war bei mir dann auch nicht unendlich, es wird immer höher, immer weiter und jedes Jahr setzt man irgendwie noch so ein Schipperl drauf und sich irgendwann einmal einzugestehen, dass es das vielleicht nicht mehr ist oder dass es irgendwann nochmal aufhören muss mit immer ein Schipperl draufsetzen, stelle ich mir nicht einfach vor. So, wenn man so in diesem ganzen Werk drinnen ist, irgendwie so ein bisschen. Ja, nein, ist auch gar nicht einfach. Und das war zu dem Zeitpunkt, es war echt furchtbar. Also jetzt nicht dieses nicht laufen können, sondern ich habe mich da eigentlich gar nicht mehr bewegen können. Wochen und Monate lang ohne Schmerzen. Und bin, glaube ich, 6 Monate später zum ersten Mal 10 Kilometer gelaufen, ohne dass irgendwas richtig arg weh da hat. Und da wirst du dann schon, ich war vorher schon immer echt dankbar für die Gesundheit und wann ich laufen habe können, weil ich habe das einfach immer aus Leidenschaft gemacht. Aber wenn du das dann einmal gehabt hast, dann weißt du echt, was das bedeutet, wenn du, wie gesagt, wenn du wieder laufen kannst, ohne irgendeine Sorge im Hintergrund. Und ja, darum glaube ich, brauche ich auch heute die Rennen nicht mehr wirklich, weil sicher habe ich Ziele und manchmal denke ich mir, ja, das war voll lässig, das in der Zeit zum Schaffen. Aber im Endeffekt ist mir viel wichtiger, dass ich jeden Tag rausgehen kann. Und einfach laufen kann. Ja. Und du hast dann auch direkt, also du bist 20 komplett ausgefallen mit einem doppelten Bandscheibenvorfall. Bist lang quasi in der Reha gewesen, im Sinne von gehen wäre jetzt echt schön und ein bisschen laufen wäre jetzt auch ganz geil. Und dann hast du mit Florian Reiter in Tar aufgerissen. Genau. Wie soll ich das jetzt formulieren? Menschen, die einen Bandscheibenvorfall haben, würden danach vielleicht einmal einen Halbmarathon probieren und vielleicht nicht in Transalpin run. Ja, nein, das war aber anders, das war also nicht so geplant. so ein bisschen Wahnsinn kommt da schon trotzdem durch. Nein, das war echt anders, weil das war 2020, im Frühling hat mir der Flo damals gefragt, ob ich denn mit ihm laufe. Das war eigentlich für den Herbst 2020 geplant. Da habe ich gesagt, ja, machen wir, passt. Dann ist der Bandscheibenvorfall gekommen. Dann war ich froh eigentlich, dass das Corona-Jahr war, weil 2020 hätte ich unmöglich da mitlaufen können. Das war nicht gegangen. Und dann war aber diese Zusage im Raum, weil wenn ich was sage, ich mache das miteinander im Team, dann will ich das auch machen. Und ich war mir aber eigentlich bis 2021 im Sommer nicht sicher, ob das irgendwie funktionieren kann. Aber wie gesagt, wenn ich dazu gesagt habe und der Flo hat sich auf mich verlassen, dann will ich das halt machen. Und das war eine Riesenunsicherheit. Also das habe ich nicht gewusst. Das hätte auch genauso passieren können, dass ich nach der ersten Etappe sage, du, tut mir leid, das geht einfach nicht. Ja, wobei, das hat er ja, glaube ich, vorher auch gewusst. Ja, ja. Und hat sich darauf eingestellt, dass das kann halt jetzt passieren. Es hätte sein können. Du warst vorher verletzt. Irgendwie habt ihr es beide... bei der Florian Reiter hat ja einen Podcast, den verlinken wir. Und du hast auch einen und ihr habt das beide jeweils Revue passieren lassen, diesen Wiedereinstiegstar im Endeffekt. Genau. Wie das da so war.
Und wann bist du dann auf die Idee gekommen, während dem Ganzen, dass du gesagt hast, okay, ich mache jetzt den ganzen Zinnober schon seit, weiß nicht, 8 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre. Ich gebe das auch weiter als Coaching, weil du bist ja nachher von diesem, du hast ja quasi eine Medienausbildung gemacht und bist jetzt da in die Coaching-Richtung gegangen und, ja. Wann hast du den Weg eingeschlagen? Ja, denn das Ziel habe ich eigentlich schon lange. Ich meine, der Grund, warum dass ich das Magazin gemacht habe, war schon immer mitunter einfach da Erfahrungen zum Weitergeben können. Und wenn ich jetzt einen Rennbericht schreibe, ich meine, ich schreibe extrem gern, aber ich freue mich echt extrem drüber, wenn irgendwer dann sagt, ja, ich habe das gelesen und voll super und da tue ich jetzt vielleicht auch einmal mit und das reizt mich auch. Das taugt mir einfach. Und Coaching, ich bin jetzt so lange in dem Sport aktiv und ich habe mir das eigentlich lang gar nicht traut, weil ich habe keine sportwissenschaftliche Ausbildung in dem Sinn. Aber ich habe wahnsinnig viel gelesen. Ich habe selber etliche Trainingspläne gehabt. Ich habe nebenbei so diese Akademie der Naturheilkunde gemacht. Ich mache jetzt gerade nebenbei diese Ausbildung Herzratenvariabilität. Das ist auch ganz, ganz interessant und beschäftigt mich viel mit dem Thema. Und ja, wie gesagt, ich freue mich einfach, wenn ich da was weitergeben kann, speziell die Erfahrungen. Und gerade auf der Langdistanz geht es um so viel mehr als wie dieses reine wissenschaftliche Trainieren. Und jeder eigentlich. Und wir reden hier von Langdistanzlaufen, liebe Freunde. Nicht Triathlon. Ganz wichtig, ja. Ganz wichtig. Da bestehen wir drauf. Nicht, dass wir da einen schlechten Nachruf haben. Das sagt nein, da kann ich keine Trainingspläne schreiben wollen für Triathlon. Das darf ich mir nicht zutrauen, da bin ich die Fresche. Das ist ein. Wenn wir jemals ein Jahres-Best-of-Podcast-Folge machen, dann kommt dieser Moment rein, wo du das gesagt hast. Das berührt mich jetzt sogar. Oh ja. Ja, leicht vor den Augen. Und es regnet nicht bei uns im Zimmer. Okay. Vor allem die Geschichte mit der Herzratenvariabilität, das ist ein tolles Wort für einen Podcast. Ich habe ja nur, und das ist jetzt ein gefährlichstes Halbwissen, nur gelernt, wenn hoch, dann gut. So circa, Ende, ja, genau. Ende des Wissens. Genau. Ich sehe, Peter, ja. Du hast dich auch schon ausgiebig mit dem Thema beschäftigt. Zweites Studienjahr, wie du merkst. Ich habe mir einen Satz gemerkt. Aber ist das nicht das, was man quasi ganz früher gelernt hat? Ich meine, das ist ja völlig unwissenschaftlich von meiner Seite, aber das, was man früher gelernt hat, dass man sagt, wenn du bist fit, wenn du, was weiß ich, 1 Minute Belastung machst oder 5 Minuten Belastung, völlig wurscht, beim also nicht, Crosslauf, stehen bleibst, Puls messt, wartest 1 Minute und messt wieder und wenn du sehr schnell wieder in deinen Ursprungszustand vorm Laufen kommst. Und bei der Herzratenvariabilität ist es ja ähnlich. Ja, du kannst ganz viel ablesen bzw. messen. Ich meine, grundsätzlich, das muss man jetzt kurz ausholen, das Herz schlägt ja nicht gleichmäßig schnell, sondern ganz unterschiedlich. Und der Abstand zwischen die Herzschläge, je unregelmäßiger der ist, desto besser ist es eigentlich. Das, ja, ist so. Und bei einer HRV-Messung, die was im Optimalfall über 24 Stunden geht, kannst du einfach unglaublich viel auslesen. Also du siehst, wie du gerade gesagt hast, wenn du jetzt einen Trainingsreiz gehabt hast, kannst du ganz genau schauen, wie lange braucht der Körper, dass er sich von dem Trainingsreiz wieder erholt. Wie war die Schlafqualität? Wie reagierst du auf das, was du jetzt gerade gegessen hast? Ist der Körper dann, kriegst du Energie davon oder musst du dich erholen, weil es vielleicht ein Schmarrn war? Und also wie gesagt, das ist wahnsinnig spannend, weil du so, so viel siehst und das ist 100-mal aussagekräftiger, als jetzt einfach nur ein Ruhepuls oder eine Herzfrequenzmessung während der Belastung. Wie würde ich sowas messen? Also mit welchem Ding? Du, das ist ein eigener Rekorder und du hast da einfach die Elektroden drauf, die merkst fast nicht, weil die sind ganz leicht. Und da kannst in unregelmäßige Abstände einfach so 24-Stunden Messungen machen und das dann auswerten. Es ist aber kein 24-Stunden-EKG. Oder? Ja, im Endeffekt schon. Ist nicht genau das Gleiche, aber es ist ähnlich. Ja. Also ich kenne nur dieses Ding. Ich bleibe bei meinem völlig wissenschaftlichen Begriff für dieses Gerät, ein Ding, dass man sie umschneidet und das halt nachher
Sachen misst und am Schluss kriegst du irgendeine Auswertung. Es ist jetzt dann nichts, wo ich sage, oh, es ist so wie meine Uhr. Nein, die Uhr. Die ich nicht merke, weil es einfach da ist. Es ist schon merklich anwesend. Es ist nichts, wo du sagst, ah, das trage ich jetzt mal einen Monat, sondern das machst einmal 24 Stunden bestenfalls so und dann Sinn, ist wieder Pause. Ja, so hat es einen Sinn. Und dann kannst du eben, wie gesagt, das analysieren, wie in welchem Trainingszustand bist du momentan oder auch jetzt bei Leuten, die was so ins Burnout schlittern. Also das geht jetzt nicht nur um einen Sport, eigentlich auch ganz viel um einen Alltag, was da an Belastungen sind. Jetzt, wenn jetzt wer Familie hat oder eben viel zu wenig schläft regelmäßig, du siehst das einfach alles. Und das würdest du, und sowas würde man machen, entweder um einen Trainingszustand festzustellen oder an normalen Tag einfach einmal mitzutracken und zu sagen, hey, deine Energie geht hier verloren oder pass einmal auf, was auch immer du tust, um diese Uhrzeit ist vielleicht nicht das Gesündeste in deinem Leben. Ja, genau. Also eigentlich geht es viel mehr um das Rundum, weil wenn ich jetzt eine Stunde am Tag trainiere, sind ja immer die anderen 23 Stunden dafür entscheidender. Also ja, der Trainingsreiz ist so ein Mini-Putzle-Teil von dem Ganzen. Ja, aber es gibt ja auch diese von Whoop und so, gibt es ja auch diese Teile, die du dir ums Handgelenk Ja, das ist ganz gut. Ja. Und die messen dir auch deine HRV. Ja, das stimmt. Oder es gibt den Ohrring. Whoop. Ja, ich habe das irgendwann einmal gelesen, dass diese Apple Watch, ich bin alles Mögliche, aber definitiv kein Apple-Fanboy. Eher das Gegenteil für jeden, der mich kennt, aber das ist das, ich glaube, das war das Einzige, wo alle gesagt haben, das kann diese Uhr zahlen, aber ich bin mir nicht sicher. Also, und die Garmin können es, glaube ich, auch. Die Suunto, glaube ich, kann es nicht. Aber die machen das offenbar anders, weil es ist ja immer noch ein Unterschied, ob du, weiß ich nicht, 6 oder 8 Elektroden auf dir herumpicken hast oder ob du eine Uhr am Ohr. Handgelenk das hast. Ist halt eine Handgelenksmessung, ja. Ich meine, sie ist auch das Whoop-Band, das habe ich selber auch ausprobiert. Das ist schon gut und das ist auch spannend. Also gerade die Schlafphasen und so, das kriegst du auch außer. Nur du musst halt dann, das Problem ist eher, was mache ich nachher mit der Info? Also ich meine, ich weiß das dann zwar vielleicht, aber was tue ich dann damit, wenn ich jetzt weiß, ich war in der Tiefschlafphase um die und die Uhrzeit oder ja, du brauchst schon irgendwie, wenn der was sich auskennt mit dem Ganzen. Also es ist im Endeffekt sort of the same wie diese Blutzuckermessungsgeschichten oder sonstige Geschichten, wo du einfach sagst, wenn ich jetzt da wen hab, der mir sagen kann, der das überwacht und sagt, so ist es, dann ist es gut. Ich meine, wir haben ja das gehabt mit Julia Meyer. Ja, bei Super Sapiens. Die diesen Badge tragt und wo wirklich der Trainer jeden Tag drauf schaut und die wirklich jedes Essen mitträgt und also die wirklich quasi total data driven ist quasi bei sowas und wo wirklich der Trainer sagt, okay, was war das, schau, so und so, dann macht Sinn und wahrscheinlich bei sowas auch, wenn du wen hast, der dann nachher so deine Daten erklären kann, weil wenn ich immer das umschneide, dann denke ich mir, Kurve, super. Ja. Ich finde es halt bei den ganzen Super Sapiens-Sachen definitiv. Aber ich finde, bei den anderen Sachen ist es leichter. Ich hatte eine Zeit lang diesen Ohrring und allein zu wissen, wie viel du schlafst und nicht zu glauben, ich bin ungefähr um 10 eingeschlafen und ich bin ungefähr um 6 aufgewacht und dann siehst du, dass du eigentlich erst um 10:30 eingeschlafen hast und eigentlich erst um 5:30 schon wieder aufgewacht bist und dann nur so ein bisschen gedöst hast und solche Sachen. Also, dass du jetzt in die Tiefe gehst, glaube ich, gebe ich dir recht, aber dass du zumindest ein bisschen Trends auch ablesen kannst, wie lange schlafe ich wirklich, entwickelt sich mein HIV jetzt eher runter oder eher rauf. Solche Sachen habe ich dann ehrlich gesagt mir auch schon selbst zusammenreimen können mit der Zeit. Das war schon gut. Dass du jetzt Näheres rausfindest, gebe ich dir recht, da brauchst du irgendwen. Aber ganz ehrlich, also wenn du jetzt das sagst, für Richtung Burnout oder für Menschen, wo es jetzt einen gesundheitlichen Hintergrund hat, glaube ich, ist es ja echt cool, wenn sie es machen und wenn wer draufschaut und sagt, du bist jetzt da eher auf der oder auf der anderen Seite vom Grat. Ja. Aber so hart es vielleicht klingt, aber Menschen in unserer Leistungsklasse, Flo, ganz ehrlich, ich glaube,
das ist halt echt wurscht. Das ist so, wie wenn sie jemand, der ein Lebendgewicht von 115 Kilo im Triathlon hat, ein Radl kauft, das einen halben Kilo leicht ist. Das kannst du schon machen. Aber wenn du ein halbes Kilo einsparen willst, dann kann ich das einfach anders sagen, dass es billiger ist. Nein, das würde ich ehrlich gesagt so nicht sagen. Also mir ging es vor allem um Schlaf. Weißt du, was ich meine? Um langen Schlaf und um ausgiebigen Schlaf. Und davon profitierst, würde ich sagen, profitiert da jeder. Schon, aber wenn du jetzt das Super Sapiens drum dir kaufst für das schon. Geld pro Monat und nur dafür, dass du weißt, dass wenn du viel zuckerhaltiges Zeug frisst, dein Insulin Ping-Pong spült, das kann ich da um die Hälfte vom Geld halt auch sagen, gell? Ja, ich meine, das ist grundsätzlich derzeit mein Problem mit diesen ganzen Whoops dieser Welt. Die haben halt alle jetzt auf ein Abo-Modell umgestellt und jetzt zahlst du bei Whoop, keine Ahnung was, 30 Euro im Monat oder 20 Euro im Monat. Ja, das ist halt, das finde ich halt, mein Ring habe ich mir einmal damals gekauft und dann habe ich das Teil halt benutzen können. Das ist auch, nicht billig, aber ich fand, dass das geht und damit du ein bisschen auf deinen Schlaf schaust, war es ganz hilfreich. Als dann das Kind gekommen ist, habe ich gewusst, ich habe keine Kontrolle mehr über meinen Schlaf. Was braucht man das Ding jetzt sagen, dass ich nicht schlafe? Das weiß ich selber auch. Dazu brauche ich das Ding nicht. Aber wenn es jetzt. Das wollte ich hinaus. Ja, so aber gut. Ich finde, wenn es. Oftmals glauben die Leute, das ist auch genau wie beim Essen, oftmals glauben die Leute, das Essen gesund. Und wenn du das dann wirklich ein Tagebuch schreibst und dir das irgendwer vor Augen hält, was du wirklich tust, dann hast du irgendwie so ein Aha-Erlebnis. Ja. Und für das finde ich die Teile nicht so schlecht. Musst du deswegen jedes Monat 30 Euro ausgeben? Da weiß ich nicht, ob es das wird. Ja, es ist immer die Frage, wie viel Körperbewusstsein hat wer. Also ich glaube, das ist total charakterabhängig. Da sind wir jetzt, glaube ich, wieder so in der Sparte Triathlon und Trailrunning. Mache ich das eher nach einem absolut durchgeplanten Schema oder horche ich ein bisschen auf mein Gefühl? Und wenn ich nicht auf mein Gefühl horche, dann brauche ich irgendeine Unterstützung. Wie so ein Wuppband. Und habe ich das, und habe ich das Gefühl vor allem auch. Ja. Weil der Flo zum Beispiel sagt, er kann seinen Puls auf, weiß ich nicht, 5 Schläge, ja, weiß er einfach schon, wann ist Zone 2, wann ist Zone 3. Das ist bei mir völlig illusorisch. Mhm. Ich weiß, was 120er Puls heißt bei mir und ich weiß, was ein 160er ist. Und dazwischen ist halt anwesend, gell? Mhm. Also ohne die Uhr bin ich erschossen. Oder ohne Brustgurt. Weil ich merke es halt echt nicht. Ja, aber das. Aber, das ist ja jeder anders. Ich benutze keine Pulsmessung, das interessiert mich nicht, weil auch wie der Flo anscheinend gesagt hat, also ich weiß das auch, ich weiß, in welchem Bereich das ich bin. Für das brauche ich einfach. Nein, ich weiß, wann ich angestrengt bin, ja, aber das, also mein Gefühl und der Wert auf der Uhr haben echt nur im Entferntesten was miteinander zu tun. Aber wenn du jetzt in das Coaching gehst und du hast Naturheilkunde gemacht, machtest da Herzratenvariabilität, du hast ewig lang Erfahrung, baust du die Sachen alle in das Coaching ein? Also, weil das ist ja, je mehr, dass du da einbaust, auch von Daten und so weiter, desto komplexer wird das Coaching auch. Ja, und sicher. Umso umfangreicher. Ja, es kommt darauf an, was wer will. Ich meine, zum Beispiel, wie wir gerade gesagt haben, die Herzfrequenzdaten, ja, wenn wir das die Leute kopieren, okay, das schaue ich mir schon einmal an, gerade beim Intervalltraining. Aber eigentlich will ich nachher wissen, wie war der Gefühl? Wie ist der Gang dabei? Wie machen wir jetzt weiter? Wie geht es dann nach der ganzen Trainingswoche? Hast du das Gefühl, es ist einfach jetzt echt zu viel gewesen? Oder, ja, also ich habe da kein Schema F und ich schreibe da einen Plan jetzt niemals 3 Wochen durch, sondern maximal für 1 Woche, weil länger kann ich das für wen, der einen Beruf hat, eine Familie hat, einfach nicht planen. Funktioniert nicht. Das ist unrealistisch. Und ich finde auch, wenn man das eben gescheit machen will und sich auf irgendwas vorbereitet, dann muss man von Woche zu Woche schauen auf alles, was rundherum ist. Und das ist auch irgendwie so das Feedback von den Leuten, die was ich trainiere und trainiert habe, dass eigentlich bei den Fragen ganz oft um das Private geht, wie kann man das irgendwie nur kombinieren, dass es einen Sinn hat, dass nicht alles dann nur mehr Stress ist und dass man trotzdem irgendwie so ans Ziel kommt. Ja, das ist das Allerschwierigste. Das ist die Millionen-Dollar-Frage, wenn die irgendwer schafft, gescheit zu beantworten, ja, dann her damit. Ja, wobei, das ist ja einer der, ich glaube, das ist auch echt einer der Hauptunterschiede des Rundherum und wie kannst du dein Leben
Wie kannst du dem einfach vorausrichten? Vorplanen. Weil ich merke ganz klar den Unterschied. Der große Unterschied zwischen Profi quasi und Amateur. Gar nicht von der Anlage, von der Ambition, von irgendwas, sondern der eine sagt, das ist mein Lebensmittelpunkt, Punkt. Und alles andere hat sich dem unterzuordnen, weil ich verdiene damit mein Geld. Mhm. Und der andere sagt, ich habe da Familie, ich habe da einen Job, ich habe was auch immer und ich habe halt auch ein Hobby. Das machen viel, also gerade ich bemühe jetzt die Triathleten, weil das halt einfach brutal ist vom Zeitaufwand, wenn du also so Langdistanz Triathlon, was da an Zeit reingeht und an Radl fahren, ist ja unpackbar. Und da merkst du dann echt, wer kann alles andere dann wirklich zurückstellen und kann sagen, okay, ich mache die ganzen Einheiten, ich trainiere gleich viel wie du, aber ich lege mich halt nachher auf die Couch und tue regenerieren. Und der andere sagt, ich gehe dann arbeiten, gell? Ja, das sind die Riesenunterschiede. Und da ist auch oft nochmal ein Unterschied zwischen so Mann, Frau und eben gerade, wenn eine Familie da ist, wie ist die Rollenverteilung? Und das kann man auch gar nicht allgemein sagen. Das ist halt in jeder Familie anders. Wie reagiert der Partner? Mhm. Gibt mir der den Freiraum jetzt, dass ich trainieren gehen kann? Oder ist das immer eine Diskussion und das sind auch wieder zusätzliche Stressfaktoren? Ja. Das macht es eigentlich so schwierig, spannend. Ja, das hat auch schon viel Leute zum Ultralaufen gebracht. ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt einmal weg. Ich habe mir schon vorher vorstellen können, dass das mit Kindern nicht einfach wird, aber es ist dann doch, die Herausforderung ist größer, als ich mir das jemals vorstellen habe können. Und ich habe nur eins, du hast vier, also das ist ja Wahnsinn. Ja, wobei, ich muss jetzt dazu sagen, ich meine, die Leute, was jetzt den Podcast hören, die meisten werden mich nicht kennen, aber ich lebe ja getrennt mittlerweile und habe unter der Woche oft einmal ein paar Tage frei, wo ich immer alleine bin, Wochenende sind sie dann wieder bei mir. Wenn meine Freundin, meine jetzige, bei mir ist, dann sind es sogar 6 Kinder, weil das ist dann so Patchwork und dann wird es richtig spannend. Der World. Ja. Ab einer gewissen Anzahl, da kennen sie sich aber schon miteinander. Ja, doch, es ist manchmal dann echt leichter, das darf man nicht unterschätzen, das ist schon gut. Ja. Also, mein Bruder und ich, wir sind doch recht weit auseinander. Ich meine, das ist schlecht für ihn und gut für mich gewesen, weil dann hat man mich bei ihm parken können. Einzelkind ist, glaube ich, schwierig, weil das will immer Aufmerksamkeit. Ja, das stimmt. Aber zwar, wenn die weit genug auseinander sind, dann ist es zwar für den Älteren oder für die Ältere blöd, mit pass einmal auf dein jüngeres Geschwisterl auf, aber das geht. Ja, das wird dann schon besser. Und von dem armen Bruder hat auf dich aufpassen müssen, der tut mir jetzt noch leid. Er tut sich auch jetzt noch leid. Sein Problem. Ich habe ihm gesagt, kommt alles zurück, er wird früher im Rolli sitzen, dann muss er wahrscheinlich eh durch die Gegend schieben. Payback. Genau. Jetzt da, was mir noch, also das heißt, du hast jetzt aber in den letzten 2 Jahren, wenn ich das richtig mitverstanden habe, hast du dein Ziel, deinen Mittelpunkt deiner Tätigkeit quasi jetzt verlagert Richtung Coaching. Ja, genau, ich würde sagen, ich bin immer noch mittendrin, ja. Doch, es ändert sich schon sehr viel, ja. Ist auch gut so. Weil die Zeitung ist ja jetzt eingestellt. Es kommt noch im November, das ist echt jetzt die letzte. Und dann geht es einfach online weiter. Also wir haben jetzt, ich habe gerade am Wochenende jetzt unsere neue Website online gestellt. Die hat jetzt einen Relaunch gekriegt, ist noch nicht ganz fertig, aber fast. Und da werden wir wesentlich mehr Inhalte bringen, genau. Und den Printkalender gibt es auch weiterhin, aber das Printmagazin ist jetzt dann vorüber. Weil, wenn ich es jetzt richtig mitgekriegt habe, aber bitte korrigiere mich, weil du weißt es viel besser wie ich, weil du hast das gemacht, weil einfach in den letzten 2 Jahren, also gerade durch Corona und so weiter, einfach sowohl von der Leserschaft als auch von den Sponsoren und Partnern sich viel geändert hat. Ja, also es waren die letzten 2 Corona-Jahre, 2020, 2021, echt schon unglaublich schwierig, den Betrieb am Laufen zu halten und da noch irgendwie ein Geld damit zu verdienen oder halt zumindest das Magazin drucken zu können, war sehr, sehr schwierig und wir wollten aber echt nicht aufgeben.
ich wollte nicht aufgeben. Und jetzt ist, ja, irgendwann, du rechnest im Hintergrund und es wird halt dann immer schwieriger. Es sind die Abonnentenzahlen eigentlich gesunken, obwohl wir viel probiert haben. Mhm. Es sind die Inserate gesunken. Der Druck ist aber umgekehrt teurer geworden, wesentlich teurer geworden, die Papierpreise. Ja, also da geht es wirklich um einige tausend Euro. Und das ist jetzt halt so, dass man sagen muss, das ist nicht mehr wirtschaftlich. Also da kann ich nur so eine Leidenschaft haben und idealistisch sein. Aber wenn ich nicht mehr davon leben kann, für den Aufwand, den, was ich dafür betreibe, dann muss ich sagen, es ist halt einfach jetzt vorbei. Ja. Genau. Ja. Aber es schwingt ja schon noch großer Wehmut mit, weil ich meine, es ist ja schon von 2014 bis jetzt ja schon irgendwie so dein Baby gewesen oder dein irgendwie mit aufgebaut und Nein, ich würde jetzt vielleicht im Podcast was anderes sagen, aber nein, es ist eigentlich keine Wehmut dabei, weil die letzten zwei Jahre schon so zart waren und irgendwie ist das jetzt, ehrlich gesagt, eher Erleichterung, okay. Weil ich weiß, okay, es kann was Neues anfangen und so funktioniert es sowieso nicht mehr und ich bin einfach nicht so ein Mensch, dass ich sage, ich hänge dann irgendwas nach, weil wenn es offensichtlich ist, dass es nicht mehr funktioniert, dann muss man das genauso akzeptieren und dann, wie gesagt, darf etwas Neues anfangen. Es war schön, aber es war unglaublich viel Arbeit und ja, es passt jetzt eigentlich genauso, wie es ist. Und mit der Website lebt es auch ein bisschen weiter, also ist ja nicht so, dass ja, es ganz... Ja, es geht auf jeden Fall weiter, ja. doch, ganz, ganz sicher. Vor allem, die Website ist ja auch was, das viele Leute kennen und sie hat ja trotzdem einen Fokus auf die österreichische Szene und das gibt es ja in dem Sinne sonst auch noch nicht. Also das gibt es trotzdem immer noch nicht, weil in Österreich hast du mittlerweile ja extrem viel Läufe und sehr viel schöne Läufe und trotzdem ist es jetzt nicht so wahnsinnig bekannt außerhalb von Österreich. Ja. Und du hast mit dem Magazin, glaube ich, hast du schon ein, also ich glaube, das macht es macht es leichter, den Schnitt, weil das Magazin warst ja du plus, ich glaube, ein bis zwei Menschen, die dich unterstützt haben. Ja, genau. Das war jetzt nicht ein großer Betrieb, wo du sagst, oh, wenn ich das jetzt einstelle, dann hängen da jetzt da 16 Personen dran oder so irgendwie. Weil das macht es ja dann immer noch schwieriger. Ja, das ist dann nur mal schwieriger. Nein, es ist der Norbert, mein Kollege von der Steiermark, der hat immer das Marketing gemacht und die Kundenbetreuung und macht das auch weiterhin, wenn wir super zusammenarbeiten. Ich habe phasenweise dann einmal eine Mitarbeiterin gehabt für Buchhaltung und für die Abonnenten und das war es eigentlich und den Rest habe ich immer alleine gemacht, weil das war anders gar nicht gegangen. Mhm. Ja, das hilft natürlich nachher, weil dann man ist halt auch flexibler. Wenn man nicht jetzt irgendwie sagt, oh verdammt, da hängen jetzt 20 Familien dran. Nein, es hängt schon viel dran. Das ist eigentlich die große Frage, war immer, was machen wir mit den Abonnenten? Und im Hintergrund haben wir das eigentlich schon früher beschlossen, dass das ausläuft. Jetzt laufen auch die meisten Abos aus, die was noch bestehen. Das ist vielleicht auch gut, wenn man das im Podcast sagt. Die kriegen ganz sicher eine passende Lösung, dass jeder einen fairen Abschluss hat. Es wird auch für die Website einen Premium-Bereich geben. Also, wie gesagt, das wird sicher dann über den Tisch gezogen, weil das ist mir ganz, ganz wichtig, dass da jeder eben fair behandelt wird. Und so wird es auch weiterlaufen. Genau. Ja, das ist nicht, warum? Das ist nicht üblich im Printbereich. Ja, sie ist nicht im Langdistanz-Triathlon dabei, wo man die Leute einfach mit wahnsinnig viel Geld über den Tisch zieht oder Startgeld einkassiert und dann einfach nicht zurückgibt. Das macht man nur, wenn man von der Metallhand ist. Nein, mit dem Kinder, den ich nicht. Ja, also immer diese Idealistin, ja, ich weiß es nicht. Aber das heißt, deine Zukunft ist jetzt da einerseits online weitermachen und andererseits wirklich jetzt da ins persönliche Coaching gehen. Genau, und auch einfach Firmenangebote schnüren, Motivation, eben, wie kann man das auf den normalen Arbeitsbereich umlegen. Solche Themen, das ist mal ganz wichtig. Also was wie betriebliche Gesundheitsvorsorge hast. Ja, der Fachbegriff. Ich habe mal was gemerkt. Mhm. Ja. Das hast du jetzt extra auf einen Zettel aufgeschrieben, den du da irgendwie über den Laptop drüber pickt hast, damit du das irgendwann mal anbringen kannst, Peter, oder? Nein, ich habe mir das gemerkt, weil mein ehemaliger Hausarzt in die betriebliche Gesundheitsvorsorge gegangen ist. Er hat gesagt, der tut sich das Hausarzt nicht mehr an. Was ich sehr schade finde. Ich habe ihn sehr gerne gemacht. Hätten wir das auch im Podcast besprochen. Das ist ganz wichtig, dass er das jetzt weiß.
Ich hoffe, er hört uns. Schon. Sicher nicht. Wahrscheinlich nicht. Klar, sicher nicht. Und du bist aber jetzt da wieder voll im, oder voll, du bist jetzt da wieder so weit im Wettkampfgeschehen auch drinnen, dass du sagst, du machst jetzt da nach dem Pausejahr und nach dem Jahr, wenn der Tag geht, dann geht's sonst auch. Den Tour de Chance habe ich gehört, willst du auch nochmal machen, wenn es die Möglichkeit ergibt, dann wirst du auf jeden Fall machen. Aber du machst jetzt dann nicht mehr jeden Wettkampf. Nein, es muss schon irgendwie was Besonderes sein, so gefühlt. Also ich war im Ziller da eigentlich bei dem 101 Kilometer Rennen, wollte ich echt starten mit den 8800 Höhenmeter ohne Markierung, das hätte mich voll gereizt. Ist dann leider wegen einem Wetter abgesagt worden, dann war ich bei den 70 Kilometer am Start. Das klingt jetzt so präpotent, aber es hat mich eigentlich überhaupt nicht gefreut. Es war dann auch super, aber es war jetzt für mich kein Rennen. Es war einfach so ein Tag, wo ich sage, da bin ich halt jetzt am Tag in die Berge, aber ich habe überhaupt keine Motivation gehabt, dass ich da jetzt so ein Renntempo laufe. Das hat mich einfach irgendwie nicht gefreut oder gefreut mich nicht mehr so. Ja. Und Anfang November laufe ich in Schweden wahrscheinlich bei einem 100-Meilen-Lauf mit. Ja. Oh, was im, also November und Schweden ist jetzt da herausfordernd. Ja, also es ist auch unbedingt kuschelig und muckelig. Ja, das hat sich so ergeben, weil da sind wir alle miteinander mit den Kindern sowieso schon in Dänemark und dann haben wir gesagt, hey, wieso fahren wir dann nicht nachher noch nach Schweden um? Und ja, das ist so eine 70% Ausfallsquote und das ist zum Beispiel was, wo ich wissen möchte, schaffe ich das oder schaffe ich es nicht? 70% Ausfallsquote klingt resch. Ja, das klingt hart und ich glaube, es ist auch hart, aber das muss ich ausprobieren. Aber ist interessant, das heißt, weil so Sachen wie du bist das ja beim G-Gut nicht gestartet. Ja. Du hast jetzt da gesagt, das der Ibiza, das hätte ich gereizt und das andere war dann halt auch da. Das heißt, du bist jetzt dann nicht mehr so auf, ich will Wettkämpfe und ich will, weiß nicht, was gewinnen oder sonst was, sondern es klingt alles so nach, ich mache jetzt nur mehr die Sachen, die mir im Kopf irgendwas Besonderes geben. Ja, genau. Die irgendwie speziell sind, die irgendwie cool sind und nicht, ich laufe jetzt da zum sechsten Mal XY, um meine Zeit um eine halbe Stunde zu verbessern. Ja, genau. Mal wenn es passt und wenn ich das Gefühl habe, ich muss das jetzt unbedingt machen, ja. Aber so wie es beim Großglockner heuer war, hat das Gefühl einfach von hinten bis vorne überhaupt nicht gestimmt. Ich habe eh drüber geschrieben und das war dann total okay. Genau. Ja, nein, das habe ich noch extra noch gelesen und mir gedacht, weil auf Social Media hast du es kurz gesagt, mit das hat nicht passt und dann ist der lange Artikel nachher noch nachgekommen, ja. Wo du gesagt hast, quasi früher hast du das auf jeden Fall gemacht. Mhm. Und jetzt, quasi, du wüsstest, dass du den Lauf schaffst, wenn du willst, ja. Aber es ist halt nicht notwendig. Ja, genau. Kannst du das aufgrund deiner Julian Elbs-Erfahrung jetzt noch ein bisschen besser nachvollziehen, Peter? Lass mich Ruhe. Nix an dem Lauf war schön. Nix. Oh ja, dass du ins Ziel gekommen bist. Es war eine Erlösung, ja. Aber schön ist anders. Aber es war jetzt da im Vergleich offenbar wettertechnisch vom Glockner nicht so weit weg. Also der Glockner war offenbar ein bisschen besser vom Wetter, was tragisch ist. Aber weiß ich nicht, ich glaube, ich bin im Kopf noch nicht dort, wo die Sigrid ist, die einfach sagt, sie weiß, was sie alles schon geschafft hat und macht nur mehr das, was ihr Spaß macht. Bei mir hat sie wirklich eine Zeit zu geben. Du bist wahrscheinlich noch am Anfang deiner Reise, weil so ganz so ambitioniert, wie du das jetzt machst, machst du es auch erst seit diesem Jahr quasi. Ja, eben. Ja, aber ich habe mich irgendwie total gefreut heuer dann, weil ich habe echt, ich war über die Jahre so ehrgeizig und ich hätte das echt sicher nicht geschafft, also vor 3-4 Jahren noch auch unmöglich, dass ich da vorher am Start sage, na, da gehe ich jetzt nicht an den Start, wo ich schon wirklich dort bin und meine Sachen abgeholt habe und alles vorbereitet und dann irgendwann zum sagen können, hey, jetzt bin ich so weit, dass ich so viel gemacht habe und dass mir das echt wurscht ist, auch was die anderen Leute denken oder sagen oder, weil da, das darf man nicht unterschätzen, wie viel das da irgendwo stalken auf Instagram oder sonst wo.
dass einem das einfach dann egal ist. Und dass man sagt, okay, jetzt mache ich mal 2 schöne Tage in die Berge und es passt auch. Es war aber auch nicht, das klingt jetzt auch irgendwie blöd, so ein dein Saisonziel, was du gesagt hast, auf das habe ich alles ausgerichtet. Ja, eigentlich oder? Schon, doch, eigentlich schon. Doch, ja, doch. Oh okay. Ja, ich rede und schreibe da nicht so viel drüber. Ich bin jetzt auch nicht so aktiv auf Instagram oder sonst wo, aber eigentlich habe ich seit dem Winter immer diese 20 Stunden beim Glockner im Kopf gehabt, immer, permanent. Also am Laufbandel, was ich Intervalle gelaufen bin, es war echt viel. Also ich war eigentlich schon komplett fixiert auf das, über Monate, ja. Aber ist da nicht auch eher so die Motivation, warum man das dann macht? Also ich kann es nur aus persönlicher Erfahrung sagen, bei mir war es auch jahrelang eben dieses höher, schneller, weiter, irgendwas, da man ständig die Karotte irgendwie davor gehabt. Und wenn man das irgendwann geht es halt nicht mehr, irgendwann ist halt stoppen. Mir war es dann irgendwie so der Sprung auf die 100 Meilen, aber irgendwann muss man sich dann eine neue Motivation suchen. Und wenn man die dann jetzt eher so jetzt wegen Abenteuer und wegen ich will irgendwie ein besonderes Gefühl haben, wenn das jetzt die neue Motivation ist, dann passt einfach manchmal das niemand, muss man einfach sagen, hey, das war's. Aber weil man einfach weiß, warum man das tut, oder? Denke ich mal. Du musst, wenn du am Start stehst, dann musst du 100% wissen, warum stehe ich jetzt da. Und ich hätte es nicht gewusst, weil es hat einfach keinen Sinn gemacht für mich. Gar nicht. Dann muss man halt echt irgendwo trotzdem die Stärke haben und sagen, nein, dann halt einfach nicht. Und der Weg, die Vorbereitung, ich laufe ja gern und ich bereue ja keinen einzigen Tag, wo ich draußen bin und laufen gehe oder auch am Laufbandel, mir macht ja das einen Spaß. Also darum ist es eigentlich ja wurscht. Ja, das ist das Spannende, dass es die unterschiedlichsten Motivationen gibt. Wir hatten ja letzte Woche den Hannes Namberger und ich war ja nicht dabei und ich habe bis jetzt zur Zeitpunkt der Aufnahme nur ein bisschen was aus dem Schnitt gehört, aber irgendwo redet er auch drüber, dass er läuft Rennen, weil er gewinnen will, Rennen sind für ihn taktisch, da geht es nicht so sehr um die Schönheit der Berge, sondern da geht es vor allem auch ums Gewinnen und Dings. Und das ist ja auch vollkommen okay und das ist halt auch irgendwie das Spannende an dem Sport, dass er dann so facettenreich sein kann. Ja. Ja. Nein, aber das ist ich kann es insofern nachvollziehen, weil es ein Unterschied ist, warum du, also ich kann es nur auf Rennbasis sagen, dass wenn du auf ein Rennen gehst und sagst, du, hey, wir machen uns jetzt zu viert einen lustigen Tag in den Bergen und wir laufen zu viert einen Wettkampf. Unser Ziel ist nicht, weiß nicht, eine Zeit, sondern wir vier Leute starten, vier Leute kommen ins Ziel. Ist es eine ganz andere Herangehensweise, wenn du dir an den Start stößt und sagst, ich lauf's auf die Zeit an. Weil das machst du nicht zu zweit, zu dritt, zu viert, weil das funktioniert halt nicht. Ja. Sondern da hast du einfach eine klare Marschroute im Kopf. Oder ob du sagst, der Flo begleitet mich bei meinem ersten 100-Meiler, weil er hat das schon mal gemacht und ich nicht zum Beispiel. Dann ist sein Ziel, dass ich halt ins Ziel komme. Und mein Ziel ist, dass ich ins Ziel komme. Ja. aber du hast die unterschiedliche Herangehensweise und du hast ja im Endeffekt schon alles erreicht quasi. Weil den UTMB gewinnen wird es nicht spielen, bei uns alle drei nicht. Nein. Also eher nicht so. Sicher kannst du über das nachdenken, wo hätte ich schneller sein können und welchen Ultra können die schneller laufen und. Das mache ich schon oft einmal. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mit allen Ergebnissen so happy bin und so weiter und man nicht denkt, boah, ja, wie schnell können die da eigentlich sein? Aber dann, ja, du musst halt irgendwo trotzdem Prioritäten setzen und nehmen einen Alltag und Kinder und allen drum und dran. Ich bin kein Profi, wir sind alle keine Profis, es ist so. Ja, und das ist es ja, wo man sagt, okay, wo ist mein Bereich, in dem ich mich aufhalte und ist das cool für mich, wo ich da gerade agiere in meinem Ding oder laufe ich gerade unter meinem eigenen Wert oder drüber oder, also war das jetzt das perfekte Rennen oder wäre das eigentlich um 2 Stunden schneller gegangen, wenn ich nicht so deppert gewesen wäre, zum Beispiel ich jetzt bei den Julian Helps. Man läuft halt einfach nicht in dem Tempo an. Nein, außer man ist der Peter und lernt nicht aus seinen Fehlern. Richtig, außer man ist einfach doof. Ja, man darf das aber dann schon wieder mal objektiv sehen und wirklich sagen, okay, die 99% von den Leuten können sich sowieso nicht vorstellen, dass du 100 Kilometer da irgendwo in die Berge unterwegs bist und man ist dann so in seiner eigenen Blase und denkt sich, hey, da wird jetzt schon echt eine Stunde schneller sein können oder bei der Labe vielleicht 5 Minuten schneller sein und nicht nur da irgendwas dringen.
eigentlich ist das total lächerlich. Ich meine, wenn ich der Namberger Hannes bin und es geht um einen Sieg, ja. Aber bei fast jedem anderen ist es halt eigentlich einfach wurscht. Weil man ist da so in seinem eigenen Ehrgeiz gefangen und ich finde, man kommt dann erst drauf, wie du sagst, wie lächerlich das manchmal ist, wenn man dann mit Leuten redet und denen erzählt, was man tut, die jetzt nichts mit Laufsport zu tun haben und denen dann wirklich verdutzt anschaut, wenn man sagt, man geht nächste Woche 100 Kilometer laufen, als würde ich ihnen jetzt erzählen, ja, dass der amerikanische Präsident gleich bei der Tür reinkommt. So, oh mein Gott, was willst du von mir? Und die besten Antworten sind noch, das ist fast so weit wie ein Marathon, gell? Nein, sie sagen ja, es ist fast so weit wie ein Marathon. Also eigentlich andersrum. Immer wieder lustig. Was du nachher sagst, was hast du am Wochenende gemacht? Ich war laufen. Und sonst? Ja, nix sonst. Mehr ist sich nicht ausgegangen. Hatte nicht mehr Zeit, sorry. Also die Nummer eins Frage bei mir ist eigentlich immer, ja, und wo schläfst du zwischendurch? So bei so 100 Kilometer läuft und dann sagst du gar nicht, ja, wie geht das? Da wird es ja finster und so. Das ist selbe gehört. Ja, ich habe ein Licht mit. Ja. Sie anziehen. Wobei ich jetzt dazu zugeben muss, wenn du das beim jetzt sowas mit dem Julian Alps angehst, es gibt auch noch ein paar andere Rennen, aber die halt um 9 auf die Nacht starten. Und wenn du sagst, der erste ist nach 12 Stunden fertig. Ja. Der hat halt auch echt was von dem Rennen, gell? Du hast 9 Stunden finster und dann bist du miert. Super. Dann bist du im Ziel. Also manche Rennen sind halt auch vom Flair, also von der Umgebung her, auch echt überschaubar. Da können das genauso gut, weiß ich nicht, durch einen Tunnel laufen. Das ist genau wurscht. Mhm. Und genauso schön war es auch. Also, naja, ich habe zwar nicht geschlafen, aber schön war es halt auch nicht. Ist ja wurscht. Da stelle ich mir Tour de Chance ganz anders vor. Einfach weil du hast du zwar auch diese Phasen, aber du hast halt alles. Mhm. Du bist ab und zu hast muntere Phasen, manchmal hast müde Phasen und das halt in jeder Tages- und Nachtzeit. Das stellen wir schon sehr geil. Da gibt es eine super Dokumentation oder einen super YouTuber, der Jeff, vergewaltige seinen Namen, PLT, ist ein Kanadier, der ist den Tour de Chance gelaufen und den Swiss Peak 360. Heißt der Pelletier? Ich weiß es doch nicht. Ich versuche ihn. Pelletier mit Doppel-L. Sprich ihn du mal aus, Peter. Pelletier. Nein, ich bin sehr zufrieden mit deiner Aussprache. Ja, das ist faszinierend, weil das sind so 45 Minuten Videos von den zwei Läufern, die er da läuft. Und ich finde, da kriegt man so ein bisschen ein Gefühl, wie das so ist beim Tour de Chance. Kann ich dann vielleicht auch verlinken, wenn ich dran denke. Mhm. Tu das. Haben wir noch was auf unserem virtuellen... Ich habe auf meinem virtuellen Zettel überhaupt nichts stehen, aber das heißt, wenn ich es zusammenfasse, ist Zukunft ab jetzt Webmagazin weiterführen, Coaching machen plus, also nicht nur jetzt dafür Sportler, sondern auch so im Groben und Ganzen für jeder Firma, jedermann. Genau. Plus laufen eigentlich auf Langdistanz Dinge, auf das Bock hast. Genau, und auch drüber schreiben. Also wirklich so ganz lange Sachen. Ja. Also mal schauen, was sich so ergibt. Mhm. Ja. Ja, es klingt aber auch sehr jetzt nicht entspannt im Sinne von unambitioniert, sondern entspannt im Sinne von, ich muss jetzt nicht die Golden Trail Series laufen, sondern wirklich, ich schaue, was daherkommt und die Sachen, die cool sind, die picke ich mir aus. Genau. Habe ich schon genug gesehen. Mache nur mehr die coolen Dinge. Ja, international irgendwo ganz lange Sachen, einfach was erleben. So jetzt eher so die Welt sehen in Laufschuhen, nennen wir es einmal so. Und in 4 Jahren sehen wir sie am Pacific Crest Trail. Das kann schon sein, ja. War schön. Oh ja. Da solltest du aber auch 2 Tage mehr Zeit nehmen, glaube ich. Der ist doch ein bisschen lang. Ja, ein bisschen. Was ich so gelesen habe. Das sind ein paar Tour de Chance. Ja. Ja, was hat der? Über 3000 Kilometer. 3000 Meilen oder so irgendwas, glaube ich. Ja. Eieiei.
Ja, aber das ist es dann. Es ist fast so lang wie ein Marathon. Ja. Magst mitlaufen? Also, wenn wir irgendwann so weit sind, dass ein PCT ein Wettkampf ist, dann sind wir echt weit gekommen in dem Sport. Wenn wir das irgendwann erreicht haben, dass der PCT die neuen 100 Meiler sind. Bin nicht sicher, ob wir dann alle drei noch laufen. Das dauert, glaube ich, noch ein, zwei Sonntag. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Man weiß ja nicht. Ja. Ja. Hast du noch etwas? Du hast natürlich das letzte Wort, was du unseren Hörerinnen mitgeben willst. Was ich eigentlich Hörer mitgeben will, ja, auf das Gefühl hören. Unter Druck. Auf das Gefühl hören. Instagram obdran und überlegen, was will ich wirklich selber machen und nicht, was macht jetzt gerade Person XY den geilsten Moment von der Woche, sondern einfach nur, was ist in meinem Leben jetzt gerade und ja, auf welchem Weg kann ich das Laufen am besten genießen, auf welche Distanzen und nur nach dem gehen. Ich glaube, dann kann man gar nichts falsch machen. Das finde ich ganz wichtig. Das ist ein schönes Schluss. Das lassen wir einfach so im Raum stehen. Jawohl. Servus. Na dann. Bis dann. Danke dir. Danke. Ciao. Tschüss.